haben wir eine Verbindung. Ja, ausgezeichnet. Wirklich ausgezeichnet. Nun können wir beginnen. Das Menschenkind öffnet die Augen. Eine Stimme schallt an sein Ohr. Chris! Chris, wenn du nicht aufwachst, kommst du zu spät zur Schule. Die weiße, zweibeinige Ziege reißt die Gardinen vor dem Fenster auf und grelle Sonnenstrahlen scheinen ins Zimmer. Chris zieht die Decke über den Kopf. Los, komm schon. Ich warte draußen auf dich, okay? Toriel verlässt das Zimmer und lässt die Tür hinter sich offen. Chris richtet sich verschlafen im Bett auf und blinzelt mehrmals lange. Der Blick fällt augenblicklich auf das andere Bett im Zimmer. Es ist leer. Chris zieht sich schnell ein frisches T-Shirt, eine Hose und Schuhe an und trottet aus dem Zimmer. Beim Vorbeigehen fällt ihm der starke Blumengeruch auf, der offenbar vom Mülleimer zu kommen scheint. Ach, Chris, da bist du ja. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch pünktlich. Chris, heute ist ein toller Tag. Hoffentlich bleibt das so, wenn Asriel nächste Woche kommt. Aber nach all der Zeit frage ich mich, ob es ihm in dieser kleinen Stadt überhaupt noch gefallen wird. Toriel und Chris fahren mit dem Auto durch die schmalen Straßen des Städtchens. Chris lässt den Blick aus dem Fenster schweifen. Auf den Straßen sind allerhand Monster unterwegs. Eine Fischfrau in Polizeiuniform, eine Familie von violetten Katzen, ein Bär im Anzug, ein Krokodilmädchen. Vor dem Schulgebäude hält Toriel den Wagen an und die beiden steigen aus. So, da wären wir. Komm, Chris. Wir sind zwar etwas spät, aber es könnte schlimmer sein. Geh besser schnell zum Klassenraum. Aber vorher lass mich dich drücken. Hab einen schönen Schultag. Chris nickt und geht in Richtung des Klassenzimmers. Toriel blickt ihm nach und geht dann ebenfalls in ihren Klassenraum. Chris hält vor der Tür kurz inne und atmet tief durch. Dann wollen wir mal. Also gut, hat jetzt jeder einen Partner? Hallo, Miss Elphys. Oh, Chris, wir dachten, du kommst heute nicht. Diesen Monat machen wir ein Gruppenprojekt. Also such dir einen Partner aus, ja? Immer ein Mädchen und ein Junge. Ja, das ist jetzt natürlich, Ist das denn so wichtig? Natürlich nicht. Ich will niemanden diskriminieren. Sieh einfach, wer noch frei ist, ja? Chris sieht sich im Zimmer um und pustet sich die Haare aus dem Gesicht. In der ersten Reihe sitzt ein zittriges Katzenhundewesen in blauem Pullover. Chris! Aua, sehr schade. Der hat schon Partner. Aha. Ei ist guter Partner. Dahinter im Raum verteilt weitere Monsterkinder, die den Menschen mit großen Augen ansehen. Jo, Chris! Komm das nächste Mal bis früher. Jetzt musste ich Snowy als Partner nehmen. Und jetzt zippt er mich ständig an und sagt, howdy, Partner, als wäre er ein Cowboy. Howdy, ne? Sorry, ich kenne sie leider kaum. Also können wir kaum Partner werden. Guter Witz, was? Lustig? Na? Nicht? Naja, ich habe schlechte Nachrichten für dich, Kumpel. Ich habe schon einen Partner. Zu blöd. Tja, Chris, schon wieder zu spät, Und jetzt suchst du einen Partner? Sorry, aber ich bin schon verpartnert mit der Klassenzweitbesten. Na gut. Aber warte, Chris. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, könnten deine einzigartigen Fähigkeiten mir sehr weiterhelfen. Hä? Pff, nicht. Ich habe vor, eine 1 zu bekommen. Witzig. Chris atmet tief aus und wendet sich dem letzten übrigen Monster im Raum zu. Einem kleinen Rentier im Weihnachtspullover. Hey Chris, du willst mein Projektpartner sein?
Sorry, ich arbeite schon mit Birdly zusammen, aber ich kann Miss Elvis fragen, ob wir eine Dreiergruppe bilden dürfen. Ja, klingt in Ordnung. Miss Elvis? Ist es okay, wenn wir eine Dreiergruppe bilden? Hey, was? Nein! Ich habe dem nicht zugestimmt. Stopp! Abbrechen! Was? Aber Chris hat noch keinen Part. Plötzlich schlägt die Tür auf und das violette Maul eines reptilienartigen Monsters schiebt sich in den Raum. Das Gesicht verhangen mit schwarzen Haaren und gekleidet in zerrissene Jeans und ein viel zu großes Hemd. Das Monster starrt, die Fäuste ballend, ausdruckslos in den Raum. Oh, hi Susi. Bin ich zu spät? Nein, alles gut. Wir waren gerade dabei, Gruppen für mein, also unser Projekt zusammenzustellen. Und, Susi, du arbeitest mit Chris zusammen. Klasse. Oh. Und da nun alle hier sind, können wir ja weitermachen. Ich schreibe euch schnell die Aufgabe an die Tafel und dann, hat irgendwer die Kreide gesehen? Das ist schon das dritte Mal, dass die weg ist. Und ihr wisst, dass ich ohne Kreide nicht anfangen kann. Okay, wie wäre es damit? Wenn niemand was sagt, dann bekommt ihr alle Ärger. Genau. Gruppenbestrafung. Vortreten. Sofort. Irgendwer? Bitte? Alle im Klassenraum schauen sich betroffen um und Elvis schießen die Schweißperlen auf die Stirn. Vielleicht ist doch etwas Kreide im Abstellraum? Miss Elvis, soll ich schnell... Gute Idee, Noel. Susi, da du als Letzte gekommen bist, warum holst du nicht die neue Kreide für mich? Meinetwegen. Und Chris, könntest du mit ihr mitgehen, um sicherzustellen, dass sie auch wirklich Kreide holt? Ich... Danke, Chris. Bis später dann. Na gut. Keine Sorge, Chris. Susi ist bestimmt gar nicht so schlimm. Wird schon schief gehen. Ja, danke. Und deshalb sollte man nie zu spät kommen. Ich hab's euch ja gesagt. Sus, sehr böse. Hat Ei gesagt. Schlüpft nie. Chris verlässt den Raum und schließt die Tür hinter sich. In der Stille des Korridors ist deutlich ein Kaugeräusch zu vernehmen. Als Chris sich umsieht, entdeckt es Susi an einem Spind gelehnt mit dem Mund voller Kreide. Chris, hab dich gar nicht bemerkt. Du hast nichts gesehen, oder? Die Zunge verschluckt. Ey, Chris, lass mich dir ein Geheimnis verraten. So schweigsame Menschen wie du pissen mich an. Susi richtet sich bedrohlich auf und macht einen Schritt auf Chris zu. Durch die Lücken zwischen ihren Haaren kann Chris die gelben Reptilienaugen sehen und weicht ein paar Schritte zurück. Du meinst, nur weil du nicht viel sprichst, könnte ich nicht ahnen, was du dir denkst. Das war's endlich mit Susi. Jetzt, da ich beweisen kann, dass sie die Kreide gefressen hat, wird sie endlich der Schule verwiesen. Komm schon, Chris. Tu nicht so erschrocken. Du weißt, dass es stimmt. Ihr wartet doch alle auf so eine Gelegenheit. Jeder will mich gehen sehen. Mich loswerden. Also, Gratulation, Chris. Hast mich erwischt? Ich bin erledigt. Chris knallt mit dem Rücken an die Wand hinter sich. Susi kommt immer näher auf es zu und bleibt nur knapp vor seinem Gesicht stehen. Los! Finde ich es irgendwie schade, nur für so eine Kleinigkeit verwiesen zu werden. Kreide essen, wie langweilig. Das geht besser. Also Chris, wenn ich weiß, dass du es sowieso melden wirst, wieso machen wir da nichts Schlimmeres draus, Susi packt den Menschen am Kragen und zieht ihn an die Wand nach oben. Chris beißt die Zähne zusammen und ein Tropfen Angstschweiß läuft ihm durchs Gesicht. Im dunklen Schulgang sieht Susi furchterregend aus. Also Chris, was sagst du? Wie wäre es, wenn ich...
dir dein hübsches Menschengesicht abreißen würde. Susie öffnet langsam den mit vielen spitzen Zähnen bewehrten Mund und kommt immer näher an Chris' Gesicht heran. Doch kurz bevor sie es erreicht, hält sie inne. Nee, du hast eine tolle Mutter. Es würde mir leid für sie tun, wenn sie ihr eigenes Kind beerdigen müsste. Also, Chris, hat's dir jetzt völlig die Sprache verschlagen? Nein. Gut, dann mal los. Wir holen ein bisschen Kreide für diese dämliche Miss Alfies. Trotten zurück zur Klasse und dann... Chris, wirst du unser Projekt alleine machen. Klingt das gut? Also, ich... Antworte gar nicht erst. Falls du es noch nicht kapiert hast, du hast hier sowieso nichts zu melden. Selbst wenn du mal sprichst. Na los, du Freak. Ich geh vor. Trödel nicht rum. Susie geht energischen Schrittes den Flur entlang und verschwindet um die Ecke. Chris rappelt sich wieder auf, rüpft die Nase und schlurft dann hinter dem Monster her. Als die beiden vor der Tür zum Vorratsraum stehen, zögert Chris. Da sind wir ja schon. Und gerade, als wir uns so gut verstanden haben. Was ist mit dir? Kommst du jetzt mit rein oder was? Ja, ich komme. Mann, ist das dunkel da drin. Auf was wartest du noch? Eine Extra-Einladung? Und wieso gehst du nicht rein? Wenn du so ein Weichei bist, dann gehen wir eben gleichzeitig rein. Komm jetzt. Siehste, halb so schlimm. Hier drin gibt's höchstens ein paar alte Bücher. Komm, lass uns einen Lichtschalter suchen. Das gibt's doch nicht. Ich finde keinen. Muss wohl noch weiter drin sein. Wer kam denn auf die blöde Idee? Keine Ahnung. Mann, das ist eine ziemlich große Abstellkammer, was? Als hätte sie gar kein Ende. Ja. Ey, Chris, ich glaube, irgendwas stimmt mit dieser Kammer nicht. Irgendwie gibt's hier gar keine Wände. Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Genug gesucht. Lass uns zurückgehen. Wenn Alfie so dringend Kreide haben will, kann sie die auch gern selbst holen. Komm, lass zischen. Plötzlich fällt die Tür ins Schloss und die beiden finden sich in absoluter Dunkelheit wieder. Nur ein unheimliches Schimmern vom Boden erhellt den Raum. Hey! Wer hat die verdammte Tür zugemacht? Das ist nicht lustig! Lasst uns raus! Lasst uns raus! Was ist los? Der Boden. Was ist denn mit dem Boden? Oh, Scheiße! Der Boden unter den beiden löst sich auf und sie fallen in eine schwarze Finsternis hinab. Das Kind öffnet die Augen. Ein pechschwarzer Himmel über einer unwirtlichen Klippenlandschaft. Keine Sonne und kein Mond sind zu sehen. Und doch schimmert die Erde im fahlen Silber. Chris richtet sich auf und schaut an sich herunter. Es trägt nicht mehr sein gestreiftes Hemd, sondern eine silberne Ritterrüstung über schwarze Leinenkleidung. Ein grau-rosenes Cape wallt auf seinen Rücken. Ah, wo mag ich sein? Es sieht vor sich ein kleines Flackern, ein Licht, das nur Chris sehen kann. Intuitiv greift es danach und... Ich muss dort entlang. Mit festen Schritten folgt der Mensch dem Pfad und kommt an einen Abhang. Beherzt rutscht es hinunter. Huh, also gut. An den Steilwänden und Klippen wachsen seltsame, watteartige Gebilde empor und aus Spalten aus dem Stein quillt eine dickflüssige, schwarze Masse heraus. Die Umgebung wird immer surrealer. Aus der Finsternis zu den beiden Seiten recken sich eigenartige Gestalten. Ein Tentakel umschlingt Chris' Bein und
einige augenartige Wesen zucken rings um den Weg herum. Chris schüttelt den Angreifer von sich und schreitet unbeirrt weiter voran, den schmalen Pfad entlang. Eine finstere Gestalt huscht oben an der Klippe entlang. Da ist das flackernde Licht wieder. Chris fühlt sich bestärkt. Eine Kraft erwacht in seinem Inneren, die heller scheint als die Dunkelheit. Als Chris weitergeht, wird der Pfad zunehmend schwerer begehbar. Dicke Wattegebilde versperren den Weg. Als sich der Mensch hindurchkämpft, stößt es auf etwas. Ey, verpiss dich! Komm auch nur einen Schritt näher und ich... Chris? Alter, erschreck mich nicht so. Lass dich einfach nicht erschrecken. Egal, genug gealbert. Wir müssen hier rausfinden. Wo ist hier überhaupt? Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Wenn ich das bloß wüsste. Ist jetzt auch egal. Du hast uns in diesen Mist geritten, also wirst du uns auch rausholen. Geh voran. Die beiden setzen den Weg gemeinsam fort. Immer wieder schaut Susie um sich. Sie hat den Eindruck, dass sie von den Klippen beobachtet werden. Als die beiden schließlich um eine Ecke kommen, zeichnet sich auf einem steinernen Bogen eine gedrungene Gestalt ab. Hey, Chris. Da oben winkt uns jemand. Irgendeine Idee, was der Kerl will? Nein. Plötzlich hebt die Gestalt beide Arme und schleudert etwas nach Susie. Haarscharf kann sie ausweichen und schaut mit großen Augen hinauf. Chris begutachtet die Geschosse. Es sind pikförmige Wurfspeere. Verdammter Mist! Lauf, Chris! So ein Verdammter! Was soll das? Will er sich mit mir anlegen? Spar dir deinen Atem und renn weiter! Ja, ja! Los, los, los! Hier runter! Dem Pfeilhagel knapp entgehend rutschen die beiden einen Schotterabhang hinunter und wirbeln bei der Landung eine große Staubwolke auf. Chris klopft sich den Staub von den Schultern und richtet sich wieder auf. Oh, du bist noch nicht tot. Gut. Weißt du mittlerweile, wo wir hier sind? Nee, keine Ahnung. Jo, ich auch nicht. Verdammte Hölle. Sieh mal da hinten. Was ist da? Eine Stadt? Vielleicht ist dort jemand, der uns helfen kann. Kann sein. Also, geh vor, du Freak. Ja, werd ich. Chris schreitet erhobenen Hauptes voran und schiebt mit beiden Händen das verrostete Tor auf. Dahinter öffnet sich ein breiter Innenhof, umrandet von mehreren schiefen und aus eigentümlichen Materialien bestehenden Gebäuden. Die Türen sind zugenagelt. Verdammt! Sieht so aus, als wäre hier schon lange keiner mehr gewesen. Ja, sieht verlassen aus. Ich klopf mal hier an beim Alchemiebedarfsladen. Mist, scheint wirklich keiner da zu sein. Aber vielleicht ja dort. Chris zeigt auf den bläulich glühenden Umriss eines Schlosses, das aus der Mitte der Stadt emporragt, kaum 200 Meter vor ihnen. Ein wabberndes, violettes Licht strahlt aus dem höchsten Turm gen Himmel. Die ganze Szenerie hat etwas Unheilvolles. Ist das ein Schloss? Was ist das hier für eine Abstellkammer? Eine extravagante, wie es scheint. Vielleicht finden wir da drin ja jemanden. Klar, sehen wir nach. Chris und Susie treten durch die dunkle Pforte hinein in das Innere des Schlosses. Eine dimm beleuchtete Treppe liegt vor ihnen und sie steigen vorsichtig die Stufen hinauf. Was ist das hier für ein Mist? Hast du das gerade gehört? Was denn? Da war ein Geräusch. Ich hab nichts gehört. Willkommen, Helden! Ah! Wer ist da? Fürchtet euch nicht. Ich bin nicht euer Feind. Bitte tretet vor. Ihr beiden. Zögerlich schaut Susie zu Chris, das einen beherzten Schritt macht und voran in den Saal schreitet.
Sie folgt ihm und verschränkt die Arme. Im Raum vor ihnen steht eine kleine Gestalt in dunklem Gewand. Aus seiner heruntergezogenen Kapuze blitzen zwei unergründliche Augen heraus. Willkommen in meinem Schloss. Ich bin der Prinz dieses Königreiches, das Königreich der Dunkelheit. Chris, Susie, ich danke euch für euer Kommen. Was soll das alles hier? Was für ein Königreich soll das sein? Nun, es gibt eine Legende in diesem Land. Wenn ihr es mir gestattet, würde ich sie gerne mit euch teilen. Red schneller, wir bleiben nicht lange hier. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Die Legende besagt, dass eines Tages zwei Helden des Lichts erscheinen werden, um die Prophezeiung zu erfüllen. Vorhergesagt von Zeit und Raum. Bitte, Helden, hört meine Geschichte an. Natürlich, Prinz der Dunkelheit. Wenn's sein muss. Vor langer Zeit wurde in den Schatten von einer Legende geflüstert. Es war eine Legende der Hoffnung und eine Legende von Träumen. Eine Legende des Lichtes und des Schattens. Dies ist die Legende der Delta-Rune. Jahrtausende lang lebten die Wesen von Licht und Dunkelheit in Harmonie miteinander. In Einigkeit und Balance brachten sie Frieden für die Welt. Doch es hieß, würde diese Harmonie zerbrechen, dass ein schreckliches Verhängnis geschehen werde. Der Himmel werde schwarz vor Schrecken und die Erde bersten in Furcht. Dann, mit pochendem Herzen, wird die sterbende Erde ihren letzten Atemzug nehmen. Nur dann, erleuchtet von Hoffnung, erscheinen drei Helden am Ende der Welt. Ein Mensch, ein Monster und ein Prinz der Dunkelheit. Nur sie sind es, die die Brunnen versiegeln und des Engels Himmel verbannen können. Nur dann kann die Balance wiederhergestellt und die Welt vor der Vernichtung bewahrt werden. Heute steht der Brunnen der Dunkelheit, der Geysir, der diesem Land seine Form verleiht, im Herzen des Königreiches. Doch vor kurzem ist ein neuer Geysir am Horizont erschienen und damit beginnt die Balance von Licht und Schatten zu wanken. Chris, Susie, danke schön für euer offenes Ohr. Ich weiß, es ist eine lange Geschichte. Schon in Ordnung. Was? Hast du was gesagt? Ich glaube fest daran, dass ihr zwei die Helden aus der Legende seid. Und dass, egal welche Gefahren euch auch bevorstehen, ihr zwei mit eurem Mut die Welt retten könnt. Delta-Krieger! Bitte kommt näher und akzeptiert eure Bestimmung. Die verhüllte Gestalt hebt die Arme und seine Augen flackern vor Aufregung. Chris blickt stoisch drein und setzt ein, etwas zu sagen, doch Susie wendet sich plötzlich ab. Wie bitte? Eine Heldin? Ich? Sorry, Alter. Da hast du die falsche Person erwischt. Aber Susie, ohne dich wird die Welt... Na und? Was hat die Welt je für mich getan? Wenn die Welt zerstört wird, dann ist das nicht meine verdammte Angelegenheit. Ich find's ehrlich gesagt eher lustig. Alle Anwesenden werden still und Susie steht mit verschränkten Armen da. Dem verhüllten Prinzen ist selbst durch die Kapuze das Entsetzen anzusehen und auch Chris schaut sie irritiert an. Also Chris, wenn du hier bleiben und mit diesem Idioten so tun willst, als wärt ihr Helden, dann mach halt. Ich werd mir den Weg hier raussuchen. Susie, warte! Als der Prinz die Hand hebt und einen Schritt nach vorn macht, um Susie aufzuhalten, kracht es plötzlich.
Steine poltern durch den Raum und mit lautstarkem Gelächter und Motorgeräuschen fliegt eine plumpe Gestalt auf einer Art Fahrrad hinein und rammt dem Prinzen beiseite. Ho, ho, ho! Und schon fliehen die Helden vor der Gefahr. Und das, obwohl die nicht einmal von meiner Existenz wussten. Mein Dad ernennt mich bestimmt zum Sohn des Monats. Wer zum Teufel bist du? Ich bin der Schurke. Ihr Clowns wollt den dunklen Brunnen versiegeln, ha? Und euch immer noch Clowns nennt, die Welt vor der unendlichen Dunkelheit beschützen, ha? Versuche es gar nicht, es zu leugnen, Gegenspielerin. Wir wissen beide, dass ihr Richtung Osten gehen werdet. Das ist der einzige Weg nach Hause für euch. Aber ich, Lancer, werde euch davon abhalten. Dafür habe ich einen unfehlbaren Zwei-Stufen-Plan vorgesehen. Stufe 1, ich mache euch platt. Stufe 2, ihr verliert. Netter Plan, Mann. Ernsthaft? Ja, ist es echt. Wie wär's, wenn wir ihn an dir ausprobieren? Susie fletscht die Zähne und geht einen festen Schritt auf Lancer zu. In ihrer Hand erscheint plötzlich eine gigantische Axt und sie stutzt. Hä? Was? Wo kommt denn? Chris fasst sich auf den Rücken und zieht aus der Luft ein Schwert hervor. Schön, wenn schon, dann richtig! Halt, Clowns! Dieses Fahrrad, auf dem ich sitze, wird angetrieben mit Siegesenergie! Susie, weich aus! Alles in Ordnung bei dir? Ja, der Dummkopf sollte besser aufpassen, wo er hinfährt. Ha! Uff, hui! Oh, das war ja haarscharf! Hör auf! Du verletzt ihn noch! Gut so! Wozu habe ich denn die Axt, wenn nicht hierfür? Daneben! Während Lancer sich auf dem Hinterrad seines Gefährts dreht, betrachtet ihn Chris genauer. Sein Körper ähnelt grob einem Peak, wie von einer Spielkarte. Bloß mit plumpen Armen und Beinen und einem breiten Gesicht. Halb bedeckt von einer spitzen, blauen Kapuze. Hey Lancer, wo hört eigentlich dein Körper auf und wo geht die Kleidung los? Was? Was redest du? Oho, Schmeißeleien werden dir nichts bringen, Menschlein. Na gut, vielleicht doch ein bisschen. Wollt ihr mich ja eigentlich alle auf den Arm nehmen? Schon wieder daneben. Lancer, du magst Komplimente? Du siehst wirklich bedrohlich aus in dem Outfit. Ach, das war zu sehr auf die Nase. Das kaufe ich dir nicht ab. Jetzt quatsch nicht dumm rum! Edge, du kriegst mich nicht. Hier, fang doch! Autsch! Du warst der Idiot, der uns vorhin beworfen hat? Ja, natürlich! Ich bin ja schließlich der Bösewicht! Als Lancer erneut mit dem Fahrrad losfahren will, hält er inne und schaut nach unten. Moment! Halt, halt, halt! Ich hab ja gar keinen Sprit mehr. Tja, das heißt dann wohl, es ist Zeit für einen taktischen Rückzug. Diesmal war das Glück auf eurer Seite. Aber nächstes Mal, wappnet euch fürs nächste Mal. Bis dann, macht's schlecht, ihr Depporos. Ich muss pünktlich zum Abendbrot zu Hause sein. Hey, wirst du wohl hierbleiben? Lass ihn, den sehen wir garantiert noch wieder. Ha, sein dämliches Bike braucht doch nicht mal Sprit. Ja. Geht's euch zweien gut? Bestens. Ja, wir sind unverletzt. Und du, Prinz? Ach, ist halb so wild. Erlaubt mir, mich euch angemessen vorzustellen. Ich bin... Mann, kannst du diese Kapuze nicht mal abnehmen? Man kann dich darunter kaum verstehen. Oh, klar, in Ordnung. Der Prinz beugt sich nach vorn und streift den schwarzen Mantel von sich. Darunter kommt eine kleine, schwarzfällige Gestalt in grüner Tunika zum Vorschein. Er trägt eine Brille, einen pinken Schal und eine Art Zauberhut. Verlegen schaut er abwechselnd Chris und Susie an. Also, hallo zusammen. Ich bin Ralsei. Hallo, Ralsei. Tag. Siehst aus wie ein Weichei. Also, Chris, Susie...
Es ist wunderbar, euch kennenzulernen. Ich bin mir sicher, dass dies der Beginn einer wunderbaren, einzigartigen Freundschaft sein wird und... Richtung Osten geht's weg von hier, richtig? Ja, das ist, wo wir... Gut. Mehr will ich gar nicht wissen. Wir sehen uns in der Schule, Chris. Kommt sie noch wieder? Wer weiß. Ah, nun, dann hängt wohl alles von uns beiden ab, würde ich sagen. Sieht ganz so aus. Chris, ich bin zwar ein Prinz, aber ich habe derzeit keine Untertanen. Also, ich habe hier ganz allein gewartet, mein ganzes Leben lang darauf, dass ihr zwei erscheint. Ich bin wirklich froh, dich kennenzulernen. Ich hoffe, wir werden gute Freunde, Chris. Ja, Ralsei, ich auch. Oh, sehr schön. Das freut mich. Versuchen wir, Susie zu finden. Sie wird nach Südosten gegangen sein. Das ist der einzige andere Weg aus der Stadt. Geh du voran, Chris. Chris und Ralsei schreiten aus dem Schloss nach draußen, dem Abenteuer entgegen. Der Mensch und der Prinz folgen der alten Straße zum Osttor der verlassenen Stadt. Es steht einen Spalt weit offen und ein rötliches Licht schimmert hindurch. Nanu, die große Tür ist ja geöffnet. Kein Wunder, dass Lanza so einfach reinkommen konnte. Und Susie wird ebenfalls hindurchgegangen sein. Ja, sie wird bereits irgendwo auf dem Feld der Hoffnungen und Träume sein. Chris, wenn wir erst einmal durch die Tür gegangen sind, wird unser Abenteuer beginnen. Eine Reise, vorhergesagt durch die Prophezeiung. Ich bin bereit. Das weiß ich. Aber Chris, ich weiß auch, dass uns auf unserem Weg sicher einige schwere Entscheidungen bevorstehen werden und ich... Diese Welt ist voller einzigartiger Kreaturen, Chris. Letztendlich kommt es darauf an, wie wir sie behandeln. Tun wir unser Bestes und gehen unnötigen Ärger aus dem Weg. Ich möchte niemandem wehtun. In Ordnung? Natürlich. Ich werde niemanden verletzen. Du hast mein Wort. Prima. Mit dieser Einstellung bin ich sicher, dass wir es schaffen, dieser Geschichte ein gutes Ende zu geben. Ich wusste schon, als ich dich das erste Mal sah, dass du ein echter Held bist. Lass uns einfach unser Bestes geben, ja? Machen wir. Gut, dann schreite voran durch das Tor. Ich schließe es hinter uns. Die beiden durchqueren den Torbogen. Eine eigenartige, mit violettem Gras bewachsene Lichtung liegt vor ihnen, umringt von roten Bäumen und in ein fremdartiges Licht getaucht. Als die Tür sich schwerfällig schließt, spürt Chris die Kraft des Abenteuers in sich. Dort drüben ist es. Wenn wir diesem Pfad folgen, kommen wir direkt zum Feld der Hoffnungen und Träume. Hm? Wir begegnen vermutlich den Schergen unseres Feindes. Lanza? Was? Oh nein, er ist nur... sein Sohn. Nein, der Feind ist der König. Ein König? Ja, doch seine Truppen sind auch nur einfache Dunkelwesen. Wir sollten... Natürlich, wir wollen niemanden verletzen. Ja, genau. Du weißt schon Bescheid, ich vertraue dir. Komm, lass uns gehen. Die beiden folgen dem Weg und betreten das Feld der Hoffnungen und Träume. Das violette Gras weht im Wind und Blätter wirbeln umher. Chris kneift die Augen zusammen und schreitet voran. Oh, sieh nur, Chris, ein Schild. Handbeschrieben. Die Zergen meines Vaters erwarten dich. Du willst sterben. Ho, ho, ho. Gezeichnet, Lanza. Ha. Huh. Wie ich annahm. Keine Sorge, wir schaffen das. Klar. Als die beiden weitergehen, stellen sich ihnen mehrere rautenförmige Kreaturen mit Schwertern im Weg. Und Chris bleibt stehen. Oh, entschuldige, du hast so plötzlich angehalten, ich... Stopp, ihr Helden. Im Namen des Königs seid ihr hiermit verhaftet. Legt die Waffen nieder und folgt uns freiwillig. Oder wir nehmen euch mit Gewalt mit. Oh, Chris, erlaube mir, mich darum zu kümmern, ja? Na klar. Ralsei hebt einen Arm und beginnt zu singen. Das Rascheln der Blätter wird leiser. Der Wind verstummt und für einen kurzen Augenblick scheint die ganze Welt um sie herum sich zu beruhigen. Als Ralsei den Arm senkt, kippen die Wachleute schlafend um.
Was war denn das? Ein kleiner Zauber. Der sollte uns bestimmt noch nützlich sein. Das denke ich auch. Komm, gehen wir, bevor sie aufwachen. Jawohl. Oh, sieh nur, noch ein Schild. Ah, wenn du das hier liest, gehe ich davon aus, dass du tot bist. Gezeichnet Lanta. Aha. Ja, dazu fällt mir nichts ein. Der Weg führt weiter und einen kleinen Abhang hinab in ein dicht bewaldetes Tal. Dort finden sie Lanta, der gerade mit einem Filzstift auf eine Holztafel schreibt. Oh, Lanta. Oho, hoho. Na, wenn das nicht meine beiden Lieblingsleute sind. Ha, reingefallen, ihr seid nicht mal unter den Top 5. Lanta, wo ist Susi? Ihr meint das lila Mädchen? Hohoho. Ho, ho. Ihr Narren, ihr seid zu spät gekommen. Was hast du mit ihr gemacht? Hohoho. Ho, ho, ho. Es war alles so simpel. Ich habe sie gefunden. Ich kam zu ihr und sie hat mich verprügelt, also bin ich abgehauen. Oh. Das ist etwas antiklimatisch. Klingt aber nach Susi. Wir müssen weiter. Macht ihr Clowns nur. Ich werde euch schon noch aufhalten. Was hat der da eigentlich auf das Schild geschrieben? Warte, da steht... Hey, nicht lesen. Das Schild ist noch nicht fertig. Oh, wow. Komm, wir müssen Susi einholen. Chris und Ralsei gehen einen Schritt schneller und kommen bald, als sie um einen Hügel herumgehen, auf eine Lichtung, wo eine leuchtende Gestalt mit Kochmütze steht und einen verschmierten Kuchen betrauert. Mamma mia! Ich bin Topchef. Diese Kuchen zu backen war anstrengend, also habe ich mich hingelegt, um mein Mittagsschläfchen zu halten. Aber Mamma mia! Oh nein, was ist denn passiert? Ein schreckliches Geräusch weckte mich auf. Ein Biest war über den Tisch gebeugt und hat den Kuchen gefressen. Aber ich habe bespritzt mit Wasser, aber fauchte mich an. Jetzt ist er verschwunden. Oh, aber mein wundervoller Kuchen ist... Oh, Chris, das klingt wie Susi. Na, dann gehen wir wenigstens in die richtige Richtung. Lass uns versuchen, weiteren Ärger zu verhindern, ja? Ja, wir müssen uns noch mehr beeilen. Die beiden gehen noch einen Schritt schneller und finden bald vor einem Dornen- und Heckengebüsch ein weiteres Schild von Lanta. Er zaudert vor dem Labyrinth des Todes und seid bereit, verloren zu gehen, ihr Clowns. Gezeichnet Lanta. Ein Labyrinth also. Es sieht aus, als wären hier nur ein paar Dornbüsche über den Weg gewachsen. Da muss man wohl einen anderen Weg nehmen. Naja, wird schon nicht so schwer sein. Fühlt ihr euch schon verloren? Ihr müsst euch unglaublich hilflos vorkommen bei all diesen Kurven und Wendungen. Euer Koordinationssinn wird euch nicht mehr retten können. Gezeichnet Lanta. Eins muss man ihm lassen. Er gibt sich Mühe. Das kann ich wohl nicht abstreiten. Oh, sieh mal. Da ist jemand einfach mitten durch das Dorngestrüpp gelaufen. Und da vorne liegt jemand. Ach du meine Güte. Uff. Ist alles in Ordnung? Sehe ich so aus? Du siehst aus, als hätte dich eine Dampfwalze überrollt. Keine Ahnung, was das heißen soll. Aber du hast absolut recht. Warte, ich helfe dir. Ralsei hebt den Arm und ein schwarzes Leuchten verlässt seine Handfläche. Das erbärmliche, zerquetschte Hasenwesen richtet sich wieder auf. Seine Wunden sind verheilt. Wow, danke. Und das von meinen Feinden. Ich sollte euch eigentlich aufhalten. Aber ich schätze, ihr habt eine Warnung verdient. Ein lila Biest geht um und macht jeden auf seinem Weg platt. Wir mögen das Kämpfen noch nicht mal. Aber der König hat uns keine Wahl gelassen. Oh, Chris, wir müssen Susi stoppen und das so schnell wie möglich. Nichts wie weiter. Sie gehen nochmal ein Stück schneller und gelangen bald aus dem Dornenlabyrinth heraus. Auf der anderen Seite erwartet sie erneut Lanta. Oh, ho, ho. Irgendwie habt ihr es geschafft, das Labyrinth zu überleben. Aber freut euch nicht zu früh. Mal schauen, wie ihr gegen dieses Team von knallharten Soldaten ankommt. Keine Sorge, Chris, die können uns nichts anhaben. Nicht? Ich? Nein, weil es nur Support-Gegner sind. Ihre Angriffe sind nicht ausgeglichen. Das ist wie ein Abendessen bestehend aus 3 Gläsern Milch. Da hat er recht. Und sowas ist irgendwie ungewöhnlich? Naja, das... Ist Milch wirklich ein Supportessen? Ich hätte es jetzt eher mit Beilagensalat verglichen.
Ist das denn so wichtig? Ich muss der unheimlichen Stimme aus dem Off zustimmen. Da hast du wirklich nicht gut drüber nachgedacht. Oh. Keine Sorge, Radsay. Ich fand den Vergleich gut. Oh, danke, Chris. Du bist eine echte Freundin. Ich meine, ein echter Freund? Meinetwegen. Bis später, ihr Loser. Lancer rennt los, hält aber nach kaum 10 Metern an und bleibt mit verschränkten Armen stehen. Was geht, Leute? Wolltest du nicht wegrennen? Ja, bin ich ja auch. Oh, ja, okay. Radsay, sieh mal, da vorne. Das ist Susie. Wir haben sie gefunden. Sie rennen los. Vor einem großen, verschlossenen Tor zwischen einigen verfallenen Mauerresten steht Susie und hämmert wieder mit der Faust gegen den Stein. Jetzt öffne dich endlich, du dämliche Dreckstür! Susie! Susie! Ach, ihr beiden seid da. Susie, wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Ja? Unnötig. Alles, was mich stört, ist diese blöde Tür. Oh, keine Sorge, Susie. Ich kann sie öffnen. Du? Na klar, aber du musst mir versprechen, dass du nicht sofort wieder losrennst. Ja, ja, klar doch. Susie, reiß dich zusammen. Ach, wer sagt das? Du? Wir stecken hier gemeinsam drin. Also hilf uns gefälligst. Wieso reißt du auf einmal so deine Klappe auf? Ist doch gar nicht dein Stil. Wenn ich kurz dürfte? Was ist? Wir müssen zusammenarbeiten, wenn du hier raus willst. Nur zu dritt werden wir den dunklen Brunnen versiegeln können. Und das ist der einzige Weg für dich nach Hause, also... Ha. Wenn wir nicht zusammenbleiben, kommst du nie zurück. Du sagst also, ich muss mit euch rumhängen? Yep. Dann lass das schnell hinter uns bringen. Juhu, Susie ist wieder im Team. Blas die Fanfare. Susie tritt dem Team bei. Susie folgt dem Team aus sicherer Entfernung, um nicht mit ihnen in Verbindung gebracht zu werden. Besser. Okay, ich mach die Tür auf. Das hätten wir. Ach, bevor wir es noch vergessen. Als Helden haben wir die Kraft, eine friedliche Zukunft zu erschaffen, Susie. Chris und ich haben uns überlegt, dass wir hier niemanden verletzen wollen. Aha. Also bitte greif keine Leute mehr an, ja? Und kämpf auch nicht mehr ständig, okay? Ich kann sie einfach durch meinen Zauber einschläfern. Das schaffst du sogar ohne zu zaubern. Oder noch besser, wir können uns mit ihnen anfreunden. Macht ihr das mal. Ich löse die Dinge auf meine Art. Pass auf, mach mir mal ein Kompliment. Wir üben das jetzt. Okay, okay. Wie du willst. Hey, Kleiner. Ja, Susie? Ich finde die Axt in deinem Gesicht einfach zauberhaft. Jemandem eine Axt ins Gesicht zu schlagen, ist aber nicht sehr deeskalierend. Mir egal. Kommt nach, wenn ihr euch in der Lage fühlt. Chris, vielleicht sollte ich nochmal mit ihr reden. Wenn das denn etwas bringt? Kopfschüttelnd folgen Chris und Ralsei Susie durch die geöffnete Pforte. Die Gruppe ist endlich wieder vollzählig. Auf der anderen Seite des Tors findet sich die Gruppe in den verfallenen Überresten einer kleinen Burg wieder. Inmitten der Ruine steht ein unförmiges Zelt über einige Felsbrocken hinweg aufgespannt. Das Leuchten einer Fackel scheint aus dem Inneren nach draußen. Oh, seht nur! Da drin scheint jemand zu wohnen. Irgendein Schwachkopf. Sieht aus wie ein Händler. Ja, da hängt ein Schild. Dann gehen wir mal rein und sehen nach. Willkommen, Reisende. Hinter einem verwitterten Holztisch steht ein uralter, vernarbter Katzenmann mit nur einem einzigen, müde, dreinblickenden Auge. Anstelle des anderen hat er einen Knopf im Gesicht. Der Name ist Sean. Ausgesprochen wie Sean. Und das hier ist mein kleiner Shop. Ausgesprochen Shop. Witzig. Sei gegrüßt, Sean.
Über die Jahre habe ich Krims und Krams gesammelt, aber ich hänge an keinem Stück. Es ist einfach nur mein Hobby. Hier in der Gegend findet man entweder etwas zu tun oder wird einfach verrückt wie der Rest. Du scheinst schon viel erlebt zu haben. Oh ja, eine ganze Menge. Vor langer Zeit, da lebten wir Dunkelwesen friedlich mit den Lichtgestalten zusammen. Sie waren wie Götter für uns. Beschützer, Schöpfer, Sinngeber. Und dann, eines Tages wurden wir alle in diesem Gefängnis eingesperrt. Und die Lichtgestalten kehrten nie mehr zurück. Der König hebt deshalb noch immer einen Groll gegen sie. Er begann aufzurüsten, aber natürlich hoffen unter den Truppen immer noch viele auf die Rückkehr der Lichtgestalten. Was ist hier geschehen? Wieso ist dieses Land so verfallen? Ursprünglich wurde das Land beherrscht von den vier Königen, die im alten Kartenschloss im Osten wohnten. Aber vor nicht allzu langer Zeit tauchte ein mysteriöser Ritter auf und drei der vier Könige wurden weggesperrt. Der letzte von ihnen übernahm mit seinem Sohn die Herrschaft. Nie zuvor herrschte so ein Chaos im Reich. Naja, außer damals. Aber nun, davon braucht ihr gar nichts zu wissen. Oh, entschuldige die vielen Fragen. Wir möchten bloß alles wissen, was wir für unsere Reise gebrauchen können. Ach, dann seid ihr wohl die Helden, die den Brunnen versiegeln werden. Viel Glück. Es wird wohl eh kaum einen Unterschied machen. Für ein Dunkelwesen wie mich bieten weder Licht noch Dunkelheit eine Zukunft. Du verbreitest ja eine super Laune. Danke für deine Zeit, Shorm. Na klar. Leb wohl. Auf ein Wiedersehen. Oder auch nicht. Chris, Ralsei und Susie verlassen die Hütte und wenden sich wieder nach Osten. Der Pfad führt geradeaus über violette Wiesen und durch rote Wälder hindurch. An einem Engpass springt plötzlich Lancer auf den Weg und grinst schelmisch. Na, da flasht mir doch einer meine Royals. Da kommen ja die Clowns zur Party. Schlechte Nachrichten für euch. Seit ihr mich das letzte Mal gesehen habt, habe ich ein brandneues Kampfteam zusammengestellt. Und die Jungs freuen sich schon drauf, euch in Grund und Boden zu stampfen. Nicht mal das lila Mädel kann uns jetzt stoppen. Ho, ho, ho! Seid ihr bereit? Stopp! Hör sofort auf zu reden. Bitte? Ho, ho, ho? Was soll das? Wieso sagst du das? Ho, ho, ho? Na, das ist meine böse Lache. Furchterregend, oder? Du klingst wie ein Baby-Weihnachtsmann. Aber auf die knallharte, gruselige Art? Klappe! Du denkst ernsthaft, du wüsstest, was gruselig ist? Naja, ich... Falsch gedacht. Mann, möchte gern harte Typen, die es so verzweifelt versuchen wie du, pissen mich echt an. Sieh es ein. Du wüsstest nicht, was gruselig ist. Selbst wenn es dich am Kragen packen und dir deine Fresse abreißen würde. Das ist nicht wahr. Ach, wirklich? Wieso beweisen wir es dann nicht? Fangen wir mit dem Teil an, in dem dir dein Gesicht abgerissen wird. Oh. Susie macht einige bedrohliche Schritte auf Lancer zu und greift nach ihm. Sie hebt die erbärmliche Gestalt hoch und öffnet langsam den mit vielen spitzen Zähnen bewehrten Mund. Lancers Augen werden groß und er zittert. Oh, okay. Verstehe, verstehe. Was? Danke, lila Mädchen. Das war echt nett von dir. Was war nett? Mir beizubringen, wie man gruselig ist. Und auch noch mit einer neuen bösen Lache. Hey, das war so nicht... Und jetzt werdet ihr niedergemetzelt. Frohe Weihnachten! Lancer hüpft weg und eine Gruppe von eigenartigen Kreaturen tritt an seiner Stelle. Sie ziehen die Waffen und stellen sich der Gruppe in den Weg. Na, so gefällt mir das doch schon besser. Oh je, ein Trupp des Königs. Hey, ihr da! Feinde!
Was ist? Passt besser auf unsere lila Freundin hier auf. Sie meint es nicht gut mit euch. Ey, was soll das? Bevor du noch etwas tust, was wir später alle bereuen müssen. Egal. Ich werde mich nicht von euch Weicheiern stoppen lassen. Danke für den Versuch, Chris. Klar, niemanden verletzen, nicht wahr? Genau. Komm, Chris, wir haben einen Kampf zu gewinnen, ohne Gewalt. Während Susie vorstürmt und mit ihrer Axt auf die Gegner einschlägt, stimmt Ralsei sein Schlaflied an. Hey, was wird denn das, wenn's fertig ist? Sing weiter! Die Gegner stehen noch. Wir schlafen doch nicht einfach ein. Was denkst du denn von uns? Unser Boss würde uns umbringen. Ja, außerdem macht es Spaß, Leute zu verletzen. Oh nein, mein Zauber wirkt nicht bei ihnen. Wir müssen sie durch geschickte, spitzfindige Fragestellung aus der Reserve locken, um ihre Angst vor der Ausnutzung der freigelegten wunden Punkte zu zerschlagen, damit wir uns mit ihnen anfreunden können. Hey, das ist eine tolle Idee. Du fängst an, Chris. Gegner, ich... Oh, du willst dich mit uns anfreunden? Na klar wollen wir das. Wir hassen unseren Boss sowieso. Und ich dachte schon, wir müssten kämpfen. Also dann bis dann, neue beste Freunde. Die Monster verschwinden. Chris und Ralsei schauen sich an und zucken mit den Schultern. Nun wacht auch Susie wieder auf und kratzt sich verwirrt am Kopf. Wo sind die Idioten? Wir haben uns mit ihnen angefreundet, Susie. Und dann sind sie irgendwie weggelaufen. Vor euch würde ich auch gerne weglaufen. Komm, Susie, begraben wir doch das Kriegsbeil, ja? Wieso werden wir nicht einfach Freunde? Stopp, red nicht weiter. Gehen wir einfach. Susie stampft mürrisch vor und die anderen kommen ihr schnell nach. Einige Meter weiter stehen sie wieder vor einer verschlossenen Tür. Diesmal gesichert mit einem... Rätsel! Seht nur, Freunde, es ist ein richtiges Rätsel! Oh nein! Lasst uns die Gebrauchsanweisung lesen. Huch! Was ist? Die Gebrauchsanweisung ist ja komplett zerstört. Also da steht... Hohoho, ihr seid Narren! So werdet ihr es nie herausfinden. PS, wir schreiben unsere eigenen Regeln. Gezeichnet RK. Wer ist denn RK? Ich weiß es nicht. Also das ist eindeutig gegen die Regeln. Dann wäre das geklärt. Warum klettern wir nicht einfach über diesen gefährlichen Zaun mit den Speerspitzen obendrauf? Weil wir uns dann aufspießen und sterben würden? Cool. Daran arbeite ich. Und ihr versucht euch weiter am Puzzle. Teamwork. Gib dein Bestes, Chris. Chris schaut sich um. Auf dem Boden sind zwei große, runde Furchen und einige Meter weiter liegen zwei Felsbrocken. Ich denke, wir müssen diese Steine in die Öffnungen legen. Ja, das kann schon sein. Er ist zu schwer. Ich krieg es alleine nicht hin. Ah, warte, Chris. Lass mich das schnell machen. Oh, ich kann ihn einfach herschweben lassen. Tada! Die Tür ist offen. Sehr gut, Ralsei. Oh, danke schön. Aber ohne deine Idee hätte ich nicht gewusst, was zu tun ist. Ja, küsst euch doch gleich. Schade, dass ich wohl nicht mehr dazu komme, mich hier aufzuspießen. Naja, weiter geht's, ihr Trottel. Hinter der geöffneten Tür stehen die drei vor einem riesigen Schachbrettmuster, soweit das Auge reicht. Schachfiguren erheben sich aus der Fläche wie Bäume und Türme und ganz weit am Horizont zeichnet sich der Umriss eines Schlosses ab. Unbeirrt setzen sie ihren Weg fort und kommen bald an einen Engpass über eine Schlucht. Dort erwartet sie Lancer. So. Ihr habt also begonnen, das große Spielbrett zu überqueren. Die erste Hälfte des Weges zum Schloss ist geschafft. Wie beeindruckend! Was für eine Schande ist es, dass ihr hier nicht weiterkommen werdet. Und zwar, weil meine Männer euch zu Blut zerquetschen werden. Ganz viel Blut. Plätscherndes Blut. Blubberndes und tropfendes Blut. Sehr, sehr ekelhaft und böse.
Hey, lila Mädchen, war das so gruseliger? Wieso fragst du mich? Weil du sehr gut darin bist, furchterregend zu sein. Ich schaue zu dir auf. Ich will genauso sein wie du. Du willst so sein wie ich? Yeah! Naja, das ist ziemlich dumm. Aber, die neue Lache ist nicht ganz so peinlich. Und zu sagen, dass du uns zu Blut zerquetscht, ist, ganz cool. Aber warum der Eimer da? Da kommt das Blut rein. Oh. Ja, ich darf nicht zu viel Unordnung machen, sonst, kriege ich Ärger. Jedenfalls danke für deine Meinung. Ich fühle mich echt gruselig. Ja, kein Problem, denke ich. Oh, richtig. Ich war so aufgeregt, dass ich voll vergessen habe, jemanden zu rekrutieren. Aber das nächste Mal wird es das Ende sein für... Hey, ich habe euch jetzt immer Clowns genannt, aber hat euer Team auch einen offiziellen Namen oder sowas? Oh, das ist eine tolle Idee. Chris, wir sollten uns echt einen Namen ausdenken. Oder wir könnten es sein lassen. Also ist es entschieden. Jeder wirft einen Namen in den Eimer. Alle Anwesenden schreiben ihren Vorschlag auf einen Zettel und werfen ihn in den Eimer. Als alle fertig sind, zieht Chris nacheinander die Zettel heraus und liest die Namen vor. Die legendären Helden, Verkünder von Spaß und Freundschaft. Oh, das ist meiner. Ich denke, es ist der perfekte Name, weil wir alle Freunde sind, die es mögen, Spaß zu haben. Okay, also erstens, verdammt, das ist echt ein langer Name, Mann. Zweitens, was sollen die Gegner von uns denken? Dass wir uns mit ihnen anfreunden wollen? Naja, um ehrlich zu sein, ja. Lass es uns abkürzen und brutaler machen. Irgendwas Knackiges. Etwas, das die Feinde erschauern lässt. Okay. Und hast du einen Vorschlag? Naja, wie wär's denn mit... Die Spaßgang? Ihr wisst schon, konzentriert auf den Teil mit dem Spaß und so. Das ist tatsächlich in Ordnung. Ja, finde ich auch gut. Es ist perfekt. Also bleibt ihr dabei? Sehr gut. Man sieht sich, Spaßgang. Ich muss meine Nachmittagsmilch durch Osmose diffundieren. Was? Macht's gut. Glänzer rennt Fidel davon und die Spaßgang setzt ihre Reise durch das Schachbrettland fort. Als die Gruppe den Pfad über die Schlucht hinter sich gebracht hat, laufen sie in eine Patrouille, bestehend aus zwei großen Schachfiguren, die ihnen den Weiterweg versperren. Susie zieht augenblicklich ihre Axt. Oh je! Du kennst den Ablauf. Ja, ich bin bereit. Schön! Ich gebe diesem unheimlichen Ding Saures! Hey, Freundchen! Ja, bevor du uns mit deiner Axt angreifst, wollen wir doch mal ein Wörtchen sagen. Wir Schachmänner sind vielleicht unheimlich, aber wir tun nichts Böses. Wir befolgen auch nur Befehle. Und ich, Mr. Gesellschaft, bin viel zu intelligent, als dass ich mich je einem Tyrannen unterwerfen könnte. Es sei denn, er fragt uns ganz direkt. Er ist deutlich unheimlicher, als wir sein könnten, wisst ihr? Ich habe euch nicht nach eurer Lebensgeschichte gefragt. Oh, ihr armen Wesen. Wie konnte es nur so weit kommen? Damals, vor langer Zeit... Hatten wir unseren eigenen Boss. Das waren friedliche Zeiten. Aber jetzt haben wir niemanden mehr. Nur den König der Dunkelheit. Uhuhu, ich heul gleich. Kommt schon, ich mache euch fertig. Nicht doch, Susie. Die wollen doch gar nicht kämpfen. Aber sie stellen sich uns in den Weg. Hey, Schachmänner. Ihr wollt doch eigentlich auch nur, dass der König verschwindet, oder? Ja. Natürlich. Also stehen wir auf derselben Seite. Wir befreien euch. Ihr befreit uns? So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ich, schon. Ich bin schließlich intelligent. Also lasst uns in Ruhe weiterziehen und tut so, als wäre nichts gewesen. Wir stoppen den König. Nach kurzer Diskussion machen die Schachfiguren den Weg frei und die Spaßgang kann den Weg fortsetzen. Susie knurrt beim Gehen in sich hinein. Ach Susie, du musst nicht wütend sein. Es ist doch alles gut. Siehst du, wir kommen problemlos durch, ohne auch nur einem Wesen weh zu tun. Aber ihr verschwendet Zeit. Versuch doch einfach auch nett zu sein. Ich werde mich hüten. Da
tritt mir doch einer auf die Stiefel. Wenn das mal nicht die liebenswerte Spaßgang ist. Ihr Jungs und Mädels und was auch immer der Mensch darstellen soll, solltet euch besser umdrehen und wegrennen, solange ihr noch könnt. Lancer, was ist es diesmal? Ich warne euch nur vor, dass etwas ziemlich Gefährliches vor euch liegt. Ja, es ist in der Tat ziemlich ungünstig. Ich kann nicht mal nach Hause, weil ich selbst Angst davor habe. Was ist das denn? Wenn ihr euch traut, kommt weiter und ich werde es euch zeigen. Ja, gehen wir mit, Freunde? Keine Angst, Leute. Wir schaffen das. Zu spät! Den Pfad entlang kommt mit dämonischer Geschwindigkeit ein glühend roter Dame-Spielstein angerollt. Was soll das sein? Da ist das Untier. Wo? Hinter dem Spielstein? Es ist der Spielstein. Oh hey, du Kleiner. Du dummer Schwachkopf. Was? Davor hast du Angst? Wow, lila Mädchen. Du bist kein bisschen ängstlich? Wieso sollte ich? Es ist ein Spielstein. Was soll es schon groß tun? Naja, normalerweise zerschmettert es die Leute zu Tode, glaube ich. Was? Plötzlich setzt der Spielstein eine goldene Krone auf und beginnt zu wachsen. Er wird enorm groß und Beine schießen aus seiner Unterseite. Als die verwunderten Freunde zu ihm hinaufsehen, beginnt die Kreatur hin und her zu springen und eine Art Tanz aufzuführen. Okay, jetzt habe ich etwas mehr Angst. Ruhig bleiben, wir müssen nachdenken, wie wir ihn stoppen können. Ich würde sagen, ich hau einfach drauf, bis er umfällt. Wie ist die Idee? Haha! Susi, nein, hör auf! Halt den Mund! Hey, du Spielstein, pass auf Susi auf. Sie wird dich töten, wenn sie kann. Doch der Spielstein versteht kein Wort. In seinem Gesicht spiegelt sich keine Spur von Verständnis wider. Er scheint jedoch durch Susis Angriff wütend zu werden. Oh je, Chris, wir müssen uns schnell was einfallen lassen. Kannst du singen? Ich hab nicht mehr genug Mana. Verdammt. Kommt ihr mal ran und helft mir? Das Ding macht immer mehr Stress. Susi, stopp! Du machst es nur schlimmer. Hilf uns besser, uns was einfallen zu lassen. Oh, alles muss ich hier alleine machen. Das Monster wird immer schneller und aggressiver. Mit einem gezielten Tritt schleudert es Susi hinfort und Sterne rieseln von seinen muskulösen Beinen. Chris und Ralsei ducken sich. Hey, sieh mal, Chris, es starrt uns an. Es sieht aus, als würde es sich geschmeichelt fühlen. Vielleicht denkt es, dass wir uns vor ihm verbeugen. Ja, das kann sein. Oh großer Damenkönig, wir verneigen uns vor deiner Stärke und Weisheit. Ja, danke für diese Demonstration deiner Macht. Das Wesen starrt die beiden kurz an und beugt sich dann ebenfalls nach vorn. Dabei verrutscht seine Krone und mit einem Mal fällt sie ihm vom Kopf. Oh, seht nur, er wird wieder klein. Gut gemacht. Ja, das war ein brillanter Einfall. Seine Macht hing offenbar mit seiner Krone zusammen. Wow, ihr Clowns seid ja wirklich Helden. Ihr habt die nächsten 20 Minuten meines Lebens gerettet. Ja, ich bin schon ziemlich cool, wie? Susi, ich will dir ja nicht auf die Füße treten, aber... Was willst du dann? Du hast uns kein bisschen geholfen. Im Gegenteil sogar. Was? Ja, wenn du einfach nett gewesen wärst, dann hätten wir den ganzen Kampf verhindern können. Hä? Ist das euer Ernst? Das Ding war blutdurstig. Der einzige Grund, wieso wir noch am Leben sind, bin ich. Und meine Axt. Naja, und außerdem hast du auf dem Weg hierher schon alle Leute terrorisiert. Das waren ja auch unsere Gegner. Die sind dazu da, um terrorisiert zu werden. Da hat sie recht. Du hast sogar einfach den Kuchen eines Unschuldigen gegessen. Kuchen sind eben auch meine Gegner. Susi, ob du es gerne hörst oder nicht, du bist eine Heldin. Eine, die die Macht hat, um für eine friedliche Zukunft zu sorgen. Könntest du also anfangen, dich auch wie eine zu verhalten? Ja, bitte? Wenn ihr mir das so vorhaltet,
Ich war eine ziemlich schlechte Heldin, was? Ja. Na gut. Ralsei, Chris, ich hab's verstanden. Ich werde mich ändern. Ach, wirklich? Ja. Von nun an werde ich nicht mehr eine so schlechte Heldin sein. Ach, wie schön. Vielleicht können wir denn endlich... Ich werde einfach eine Schurkin. Wirklich? Du kommst in mein Team? Yep. Klingt sowieso viel einfacher, ehrlich gesagt. Susi, du kannst nicht einfach... Leise jetzt, Zahnpasta-Typ. Susi ist nun auf meiner Seite. Zahnpasta-Typ? Yeah! Zahnpasta-Typ! Wir werden uns bestickte Motorradjacken holen. Yeah! Und Pyjama-Partys feiern, wo wir uns all unsere tiefsten Geheimnisse erzählen. Yeah? Wie dem auch sei. Wir sehen uns dann nirgendwo, ihr Trottel. Ja, wenn ihr es überhaupt bis dahin schafft. Lancer und Susi gehen gemeinsam davon und Chris bleibt mit einem geknickten Ralsei zurück. Als Chris und Ralsei dem Weg folgen und das Schachbrett hinter sich lassen, schüttelt Ralsei mit dem Kopf. Chris, vielleicht war ich doch etwas zu harsch zu ihr. Nein, wenn, dann waren wir das beide. Ich mache mir Sorgen um Susi. Wenn sie andauernd die Ellenbogen ausfährt, dann... Lass uns einfach weiter nett zu ihr sein, ja, Chris? Ich bin mir sicher, dass sie am Ende den richtigen Weg gehen wird. Ja, ich hoffe es auch. Vor ihnen öffnet sich ein weitläufiger Wald aus scharlachroten Bäumen. Gegen den schwarzen Himmel sticht ein beeindruckendes Leuchten hervor und die beiden spüren ihre Herzen schneller schlagen. Der Scharlachwald liegt vor uns. Wir müssen ein wenig aufpassen. Es gibt hier sehr viele Wege in unterschiedliche Richtungen und dieser Wald ist riesig groß. Aber ich habe eine Karte vom Wald zu Hause und ich habe sie mir immer wieder mal angesehen. Wir finden schon den Weg. Das schaffen wir. Genau, Chris. Na dann mal los. Sie betreten den Wald und gehen festen Schrittes tiefer hinein. Rote Büsche und Farne wachsen zwischen den Bäumen. Hin und wieder sieht man eigenartige Tiere im Geäst umherbuschen. Ein leichter Wind weht durch die Baumkrone. Auf der nächsten Lichtung treffen sie auf Lancer und Susi, die sie bereits zu erwarten scheinen. Oh, ihr beiden! Na, wenn das nicht die sogenannten Helden sind! Vielleicht seid ihr ja nun endlich bereit, zu sehen, was passiert. Wenn ihr zu weich zu einem Team seid... Das einfach alles und jeden auf dem Weg niedermacht! Ich bin Lancer, der dunkle Bube! Und ich bin Susi, die scharfe Axt! Und zusammen sind wir... Die dunkle Spaß Gang. Also, was ist euer finsterer Plan? Alter, wir haben uns gerade erst zusammengefunden. Bis auf unser Intro haben wir noch nicht viel gemacht. Hab bitte etwas Geduld. Oh, klar, Entschuldigung. Wir freuen uns schon drauf, den Rest zu sehen. Na... Da werdet ihr wohl nicht allzu lang drauf warten müssen. Ab nun werden wir unermüdlich arbeiten. Unaufhaltsam. An unserem bösen Meisterplan, euch Clowns zu besiegen. Und bis dahin passt ihr besser auf. Und zu. Puh, na, das war auf jeden Fall etwas, das passiert ist, nicht wahr? Der Pfad durch den Wald geht weiter. Als sie um eine Biegung herumgehen, stoßen sie erneut auf Lancer und Susi. Sie stehen vor einem Baumstumpf. Oh hey, wie geht's mit dem Planschmieden voran? Das? Wir fanden's langweilig. Darum snacken wir erstmal. Verstehe. Ey, komm schon. Ich hatte nur Kreide zum Frühstück. Und ich hatte gar nichts. Und was esst ihr da? Meinen üblichen Snack aus der Öffnung dieses Baumstumpfs. Und das wäre? Probiert doch selbst, meine Besten. Chris, soll ich oder? Wie du möchtest. Ralsei fasst vorsichtig in die Öffnung und ertastet einen Topf. Ah, ein Honigtopf. Voll mit... Salsa?
Bingo, du kleiner Kürbiskopf. Das ist mein geheimes Portionchen. Ein kleines Snackeroo, wenn du verstehst. Mm. Oh, das ist richtig lecker. Echt? Hm, hätte ich nicht gedacht. Was dachtest du, was da drin ist? Keine Ahnung. Also, habt ihr alle genug? Ich habe immer genug. Also geht weiter. Wir wollen unsere Ruhe haben. Na gut, bis später dann. Der Waldweg führt weiter und weiter. Zwischendurch lichten sich die Bäume und Chris schaut in den finsteren, sternlosen Himmel. Sie kommen näher an das Schloss heran. Das Ziel ihrer Reise ist schon beinahe greifbar. Und so lassen sie sich nicht beirren und schreiten immer weiter durch den Wald voran. Irgendwann erreichen sie eine Lichtung im Herzen des Waldes. Mehrere Stände, besetzt mit Kreaturen, stehen dort aufgereiht und auf einem Schild steht: großer Backwarenausverkauf. Oh, sieh nur, Chris, Backwaren! Möchtest du etwas essen? Ich könnte noch etwas vertragen. Hast du auch Hunger? Ein bisschen, ja. Sehen wir uns um. Grüße, Gentle Clowns. Können wir euch für einen Lanzer-Cookie begeistern? Huch, ihr habt ja auch einen Stand. Alle Einkünfte gehen an. Wir treten euch in den Hintern, Incorporated. 34 Gold und 85 Silber pro Keks. Oh, hast du Geld dabei? Klar, hier, bitte sehr. Oh wow, ihr macht das echt. Dankeschön, hier ist euer Keks. Vielen Dank für eure Naivität. Und dass ihr euch habt betrügen lassen. Das Geld benutzen wir, um unsere bösen Pläne umzusetzen. Ich gehe und hole einen Donut. Wie teilen wir ihn? Ich die Füllung, du den Rest? Geht klar. Darf ich fragen, inwiefern der Donut für die Erfüllung eurer Pläne gebraucht wird? Dumme Frage. All unsere guten Pläne laufen auf das Erwerben von Süßigkeiten hinaus. Du solltest lieber mal zur Planschule gehen. Dr. Zahnpasta. Oh, ja. Hol dir ein zweites Doktorat, du Genie. Was sollte das denn jetzt heißen? Ich weiß auch nicht, was das mit der Zahnpasta soll. Sieht mein Hut etwa so aus? Oder wie? Keine Ahnung. Einfach nicht drauf hören. Hinter dem Backwarenausverkauf führt der Weg auf eine Anhöhe, von der aus man eine hervorragende Aussicht über den weiten Wald hat. Ralsei muss kurz nachdenken, wo lang es weitergeht, aber nach wenigen Minuten setzen die beiden ihren Weg fort. Als sie dem Pfad folgen und sich unterhalten, hören sie plötzlich eine Stimme rufen. Hilfe! Zu Hilfe! Hast du das gehört? Ja. Wir sollten besser mal nachsehen. Oh, wehe mir! Wehe mir! Gegner über Gegner! Wenn doch nur ein Held da wäre, der mir helfen könnte. Lancer, ist alles in Ordnung? Lancer? Wer ist Lancer? Ich bin nur ein kleiner, unschuldiger Junge. Warum hat der kleine, unschuldige Junge einen Schnurrbart? Vielleicht ist er etwas frühreif? Nee, das ist eine Verkleidung. Ach. Naja, also, bei was brauchst du denn Hilfe? Schau, ich habe diesen bösartigen Plan, den ich irgendwie umsetzen muss. Ein unschuldiger Junge mit einem bösen Plan? Wozu brauchst du den denn? Um meine coole Freundin Susie damit zu beeindrucken. Oh Gott. Chris, wir tun das jetzt für die Freundschaft. Also, wir würden gerne helfen. Was sollen wir tun? Steht alles auf dem Papier, du kleiner Apfelmann. Erzählt doch bitte einfach das Bösartigste, das euch einfällt. Lancer, der kleine unschuldige Junge, klappt eine Staffelei mit einer Blaufaser auf der nichts steht, außer ein paar krakeligen Wörtern, die jemand durchgestrichen hat. Erreicht Chris und Ralsei einen Stift und die beiden fangen an zu zeichnen. Nach ein paar Minuten geben sie Lancer, ich meine dem unschuldigen kleinen Jungen, die Stifte wieder und er begutachtet das Ergebnis. Wow, das sieht grässlich aus. Sicher, dass ihr nicht böse seid? Ziemlich sicher. Vielleicht haben wir ja einfach ein Faible für sowas. Haha! Wir haben euch sauber reingelegt, ihr Trottel. Mach nie was selbst, was ein anderer für dich tun kann. Moment. Was soll denn der Scheiß? Was ist denn?
Ihr habt einen Panzer mit dem Kopf einer Gummiente gezeichnet. Chris und Ralsei zucken mit den Schultern. Eine Ente. Leute, dieser Plan ist dämlich. Ist das irgendwie meine Schuld? Nee, keine Sorge. Hast du gut gemacht. Oho, die Bösen kommen mal wieder ohne Konsequenzen davon. So wie es sein sollte. Also dann, bis später bei eurer Vernichtung, ihr Trottel. Ja, tschüss. Okay. Hoffen wir, dass Susi wieder zur Vernunft kommt. Na, vielleicht hat sie ja auch einen guten Einfluss auf Lanza. Oder einen schlechten. So wollen wir nicht denken. Kaum 200 Meter weiter liegen Lanza und Susi auf Gartenliegen auf einer Lichtung und ruhen sich aus. Hey, wie geht's mit der bösen Maschine voran? Welche Maschine? Die wir designt haben? Wir hatten doch gerade erst eine ganze Szene darüber. Ach, die Maschine. Ja, die machen wir dann in letzter Minute. Vielleicht solltet ihr früher mit sowas anfangen, damit ihr auch rechtzeitig fertig werdet. Willst du uns etwa belehren? Ich wusste gar nicht, dass du mein Dad bist. Yeah, gib's ihm richtig, Mann. Also, bist du denn vielleicht bereit, wieder eine Heldin zu werden, Susi? Nee, muss schon sagen, es ist viel cooler, die Böse zu sein. Es ist nicht nur viel spaßiger, mein Partner ist auch noch stolz auf das, was ich tue. Eben hat Susi einen Tannenzapfen gegessen, den sie gefunden hat. Haha, hat fürchterliche Bauchschmerzen bekommen. Das war sehr tapfer und cool. Seht ihr? Respekt. Und was machen diese Dunkelwesen da hinter euch? Oh, das sind Lakaien meines Vaters. Rettet mich! Oh, wieso müssen wir uns ständig um den missratenen Sohn vom König kümmern? Kein Wunder, dass ihn niemand so richtig leiden kann. Na, das will ich mal überhört haben. Wenn der König erfährt, dass Prinz Lanza sich mit einer Lichtgestalt angefreundet hat, oh. Er wird alles um ihn herum in Stücke reißen. Also von mir erfährt er nichts. Hab ich euch erlaubt zu sprechen? Anfänger. Wir gehen da mal weiter. Ach, passt übrigens auf. Vor euch liegt ein Labyrinth. Jaha! Und ihr werdet euch definitiv verlaufen. Ohne jemanden, der sich auskennt, jedenfalls. Yep. Und ich kenne den Wald wie meinen Hinterkopf. Hast du in den Karten was vom Labyrinth gesehen? Ja, ich erinnere mich. Ich denke, ich finde den richtigen Weg hindurch. Okay, dann geh du erstmal vor. Ist gut. Ralsei und Chris folgen dem Pfad und kommen bald an eine Gabelung. Zum Glück erinnert sich Ralsei an den richtigen Weg und folgt ihm. Er wendet sich durch ein Tal hindurch und die beiden stehen immer wieder vor Abzweigungen. Doch Ralsei muss nur hin und wieder überlegen und so kamen sie bald ohne Umwege auf der anderen Seite des Labyrinths heraus. Hurra, wir haben's geschafft! Super gemacht, Ralsei! Ach, das war doch nur eine Kleinigkeit! Ha, wieso den richtigen Weg suchen, wenn man auch einfach mittendurch kann? Oh, Susi! Hey, ihr Loser! Ey, wo ist Lanza? War er nicht bei dir? Er muss sich da drin verlaufen haben. Was? Er ist alleine da rein? Habt ihr eine Ahnung, wie schlecht er bei Labyrinthen ist? Er hat sich bestimmt verlaufen. Und jetzt ist er verwirrt und traurig. Oh, ich habe mich verlaufen und nun bin ich verwirrt und traurig. Oh, sorry, Susi. Wir wollten nicht, dass du dir Sorgen um ihn machen musst. Hä? Sorgen? Ich bin doch nicht besorgt um ihn. Wir Bösen müssen nur aufeinander aufpassen. Nichts weiter. Geh mir aus dem Weg. Ich muss ihn suchen gehen. Susi stampft mit Sorgenfalten auf der Stirn zurück in die Schneise, durch die sie aus dem Wald gekommen war. Chris und Ralsei bleiben zurück. Ob wir ihr bei der Suche helfen sollten? Wir können ja hier warten. Ich denke nicht, dass es ein Problem ist. Ja, du hast wohl recht. Also gut, ich kann ohnehin eine Pause vertragen. Chris und Ralsei setzen sich auf das rote Moos und legen die Füße hoch. Sie essen eine Kleinigkeit, reden über ihre Welten und ihr Abenteuer. Noch ehe eine ganze Stunde vergangen ist, kommt Susi mit Lanza im Schlepptau aus der Waldschneise heraus. Ha, da seid ihr ja! Ihr habt auf uns gewartet? Falls du noch Hilfe gebraucht hättest.
Hilfe? Wir? Pah! Komm, Susi, wir haben Vorbereitungen zu treffen. Genau. Wenn ihr schon rumsitzt, dann bleibt doch etwas sitzen. Wir erwarten euch dann. Okay, amüsiert euch gut. Was die wohl vorhaben, Chris? Wir werden es sicher bald sehen. Nachdem die beiden noch ein Weilchen Pause gemacht haben, gehen sie schließlich weiter und finden auf der nächsten Lichtung einen Panzer mit dem Kopf einer Gummiente. Huch, Chris, ist das nicht die Maschine, die wir entworfen haben? Sieht ganz danach aus. Okay, das ist tatsächlich nicht so gut. Das könnte hart werden, aber wir werden unser Bestes geben, ja? Und wenn ihr das schon furchterregend findet, dann wartet erst einmal ab, was passiert, wenn ich es einschalte. Ah, euer Design war bescheuert. Also haben wir es in die Luft gejagt. Ah, ja, verstehe. Also, wie sieht denn jetzt der weitere Plan aus? Plan? Plan? Es hat sich herausgestellt, dass wir gar keinen Plan brauchen. Höchstens eine Regel. Jeder, der uns im Weg steht, wird zu Staub zerschmettert. Aber Susi, du brauchst uns, um wieder nach Hause zu kommen. Denkst du nicht, da ist es kontraproduktiv, uns zu Staub zu zerschmettern? Nee, glaube ich nicht. Ich weiß, dass ich euch brauche, um hier wegzukommen. Aber eine Heldin zu sein, ist einfach nicht mein Style. Also dachte ich mir, wir kämpfen darum. Wenn ihr mich besiegen könnt, werde ich wieder eine Heldin. Aber wenn ihr verliert, müsst ihr auch Schurken werden. Und ihr müsst alles tun, was ich euch befehle. Unser Wunsch ist euer Befehl. Also, was sagt ihr? Nun... Ach. Antwortet gar nicht erst. Wir machen euch eh platt. Also, los geht's! Susi und Lancer gehen in Position und posieren dramatisch. Rilsey hebt die Augenbrauen und schaut zu Chris. Der Mensch zieht sein Schwert und nickt ihm zu. Oh, ihr zwei seid echt ein super Team, muss ich schon sagen. Ihr glaubt doch nicht, dass eure Schmeicheleien gegen uns etwas bringen, oder? Also bei mir funktioniert's. Schwachsinn! Komm, Alter! Wie wir es geübt haben! Susi springt auf Lancers Schultern und dieser gibt mit seinem Bike Vollgas. Chris und Ralsei springen zur Seite, als Susi im Vorbeifahren ihre Axt nach den beiden schleudert. Oh, es hätte ins Auge gehen können. Ist alles in Ordnung, Chris? Aha, alles gut. Haha, das war super! Ja! Wenn wir gewonnen haben, schmeißen wir erstmal eine Siegesparty! Jaha, und dann müssen die beiden Clowns dann die Suppe servieren. Haha, genau. Wir müssen sie irgendwie beschwichtigen. Vielleicht hilft das ja was. Hey, ihr zwei, wenn wir nicht aufhören zu kämpfen, verletzt sich vielleicht noch jemand. Oh, echt? Das wäre doof. Wäre es nicht. Darum geht's hier doch wohl. Lancer, gib mir Deckung. Susi holt weit aus und schlägt nach Ralsei. Dieser weicht um Haaresbreite aus und schnauft. Als Lancer nun mehrere Pikpfeile nach ihm wirft, wehrt Chris sie mit dem Schwert ab und positioniert sich vor Ralsei. Oh, danke, Chris. Na klar. Leute, wir wollen nicht kämpfen. Wenn wir jetzt aufhören, kann ich euch die Haare flechten. Hä? Du willst? Ich meine, nein, ganz sicher nicht. Oh, ich würde wunderschön aussehen. Jetzt gib ihm den Rest. Also, zusammengefasst mag ich euch beiden echt gerne und ich finde, wir sollten uns einfach vertragen. Plötzlich hält Lancer inne und sackt zusammen. Oh oh. Ey, was ist los, Mann? Ich habe aus Versehen angefangen, unsere Feinde zu mögen. Wenn ich sie so ansehe, fühle ich mich so weich und verletzlich. Was? Schlechte Atmosphäre für einen Kampf, glaube ich. Oh, ach Mist. Naja, wenn du nicht kämpfen willst, dann gibt's wohl keinen Grund dazu. Kampf vorbei. Susi steckt ihre Axt weg und verschränkt die Arme. Okay, aber besiegt habt ihr uns nicht, weil ihr,
euch irgendwie voll auf Lanza konzentriert habt mit eurer... Freundlichkeit? So schnell kann's gehen. Du hast verloren. Naja, weil ihr geschummelt habt. Susi! Aber Deal ist Deal. Ich komme wohl zurück auf eure Seite. Aber erwartet von mir nichts anderes als Gewalt. Yay! Wir sind einfach froh, dich wieder bei uns zu haben. Ja. Lasst uns einfach einen Zahn zulegen und schnell nach Hause gehen. Susi trottet zu Chris und Ralsei und stellt sich neben sie. Lancer bleibt zurück und seine Gesichtszüge entgleisen. Er schaut sie enttäuscht und traurig an. Susi, heißt das, dass wir kein Team mehr sind? Hä? Natürlich sind wir noch ein Team. Du kannst doch einfach auch ein Teil der Spaßgang sein. Echt jetzt? Klar. Wow! Ich? Mitglied der Spaßgang? Aber wenn wir jetzt auf der Seite der Guten sind, können wir denn trotzdem noch bestickte Motorradjacken haben? Sicher. Ralsei macht sie für uns. Okay, klar. Kann ich machen. Lancer springt auf und hebt das Gesicht. Zum ersten Mal sieht Chris seine Augen. Der Anblick ist befremdlich, um das Mindeste zu sagen. Lancer schließt sich nun dem Team an. Das war ein bisschen seltsam und irgendwie gruselig. Reden wir nicht darüber. Wir sollten wohl weitergehen. Geh vor, Chris. Du bist doch unser Teamleiter. Gut, mir nach. Ja, yeah, ich werde euch aus einiger Distanz durch den Wald folgen. Du könntest doch einfach direkt mit uns laufen, weißt du? Oh, ja, okay, das geht auch. Das ist so cool. Ich war noch nie Teil von so einem großen Team. Hat dein Vater nicht ganze Legionen von Soldaten? Ja, aber die hören nur auf mich, weil Dad sie dazu zwingt. Eigentlich mögen die mich alle nicht besonders. Ist ja jetzt egal. Die brauchst du nicht mehr. Jetzt hast du uns zum Chillen. Ei, ei. So schreiten die vier weiter den scharlachroten Waldpfad entlang. Weiter und weiter auf das immer näher kommende Schloss zu. Der Wald wird immer ausgedünnter und unsere Helden nähern sich einem weiteren Feld. Sie unterhalten sich ein wenig. Es ist angenehm, nicht alle 10 Meter zum Anhalten gezwungen zu werden. Mann, ich hab vielleicht einen Kohldampf. Irgendwie ist es egal, wie viel ich hier esse. Hätte bei diesem Backwarenausverkauf mehr mitgehen lassen sollen. Nun, ich habe darüber nachgedacht, später selbst einen Kuchen zu backen, aber... Was aber? Aber nur, wenn du aufhörst, dich lustig über mich zu machen. Passe. Daneben keinen Kuchen. Nimm's nicht zu schwer, Ralsei. Mach ich nicht. Oh, hey, Susi, sieh mal, ein Süßigkeitenbaum. Haha, Jackpot! Mist, die Frucht hängt zu weit oben. Keine Sorge, ich habe eine spezielle Transformation genau für solche Situationen. Du kannst dich transformieren? Na sicher. Sieh zu und lerne. Stuhlform aktivieren. Lancer beugt sich vor und hebt den Rücken zu einem Bogen. Bitte nach ihnen. Du hast doch nur... Lassen wir ihm seine Illusionen. Ha, du bist nur neidisch. Also pass auf, ich klettere jetzt auf dich. Ah, ich hab die Frucht. Oh, sehr gut. Sagst du mir dann, wie sie schmeckt, ja? Hast du noch nie eine gegessen? Dad hat mir verboten, die Dinger zu pflücken, aber ich wollte schon immer wissen, wie die schmecken. Na dann, hier. Sag du mir, wie sie schmeckt. Oh, du gibst sie mir? Aber ich dachte, du wärst hungrig. Ja, nee, ist egal. Ohoho, die Süßigkeitenfrucht tritt dem Team bei. Wir haben es verstanden. Die Gruppe setzt ihren Weg fort. Als sie hinter sich ein Schmatzen hört, dreht sich Susi nach Lancer um. Also, wie schmeckt das Ding nun? Also, es schmeckt wie Freundschaft.
Und was für ein Geschmack soll das sein? Als würden sich meine Zähne auflösen. Das ist tatsächlich ziemlich schlecht. Yep, aber danke fürs Teilen. Du bist echt eine gute Freundin. Du auch. Och, wie niedlich. Ihr werdet ja noch richtig weich. Schnauze. Schon einfach nur mit euch rumzulaufen fühlt sich toll an. Einfach als würde ich endlich mal was richtig Wichtiges tun. Weil du den Lichtgestalten hilfst. Es ist die Bestimmung von uns Dunkelwesen, sie zu unterstützen. Nur so können wir uns wirklich erfüllt fühlen. Echt? Aber mein Dad hasst die Lichtgestalten. Er will sie alle... Und erscheint dir dein Dad sonderlich glücklich? Ich bin mir nicht sicher. Ey, wechseln wir mal das Thema. Schluss mit dem Gerede von Bestimmungen. Vielleicht bist du auch einfach nur wegen dieser komischen Frucht so gut drauf. Ja, ich bin immer noch voll auf Saft. Ich meine, ich bin ja auch nicht von hier, aber fühl mich irgendwie... Zufrieden? Ne. Vielleicht. Bald lassen die Gefährten den Wald hinter sich. Vor ihnen öffnet sich ein weites, dunkles Feld, auf dem sie in großen Kolonnen die Truppen des Königs marschieren sehen. Dahinter ragt bedrohlich das Kartenschloss auf, von dessen Turm ein gleißend violetter Schimmer emporströmt. Schaut, da ist das Schloss. Yep, da wohne ich. Ich und mein Dad. Beeindruckend, diese schiere Größe. Was ist das violette Zeug, was da oben rauskommt? Das ist der Brunnen, Susie. Wenn wir es schaffen, dorthin zu gelangen, können du und Chris endlich nach Hause gehen. Ah, gut. Hat auch lange genug gedauert. Los geht's. Bringen wir es hinter uns. Lancer schaut besorgt das Schloss an und lässt den Blick über die Reihen von Soldaten schweifen, die auf dem Feld hin und her marschieren. Seid ihr... sicher, dass es keinen anderen Weg nach Hause gibt? Der Brunnen wird sehr streng bewacht und man kommt unmöglich ungesehen ins Schloss und wenn ihr versucht, dahin zu gehen, werdet ihr vielleicht verletzt und... Was? Ach komm schon, Lancer. Niemand schafft ein Team wie uns. Wenn uns jemand zu nahe kommt, machen wir sie eben platt. Aber was ist, wenn ihr erwischt werdet von meinem Dad? Jeder kann bluten, richtig? Also, keine Sorge. Wer auch immer uns krumm kommt, liegt am Boden, bevor er auch nur blinzeln kann. Aber Susie... Was ist? Ich will doch nicht, dass... Ich glaube, ich sollte jetzt gehen. Hm? Wann kommst du denn zurück? Gar nicht. Lancer schwingt sich auf sein Bike und fährt damit los, quer über das Aufmarschgebiet zum Schloss. Bald ist er außer Sicht, doch Susie zögert keine Sekunde und läuft ihm mit energischen Schritten nach. Hey, Lancer, halt sofort an! Wieso benimmst du dich auf einmal so komisch? Susie, warte! Oh nein! Sie wird sich noch wehtun! Oder jemand anderen. Was machen wir denn jetzt? Wir haben wohl kaum eine Wahl. Susie, bleib stehen! Chris und Ralsei laufen hinter Susie her. Diese wurde bereits von der ersten Patrouille entdeckt und wird nun von einer Horde von Kartensoldaten verfolgt. Bald gerät auch sie außer Sicht und Chris und Ralsei sehen sich einem Meer aus alarmierten Truppen gegenüber. Die Lichtgestalten sind gefährlich nah am Schloss. Haltet sie auf! Halt! Im Namen des Königs! Chris, was nun? Sing, Ralsei! Schnell! Ja, natürlich! Oh, Mist. Stoppt sie. So viele Leute zum Schlafen bringen. Gut gemacht. Ich kann Susie sehen. Sie hat es bis zum Tor geschafft. Oh je, dann komm, Chris. Die beiden holen Susie ein, die immer wieder mit den Fäusten gegen das verschlossene Tor schlägt. Sie können nicht ein Wort sagen, bis sie von den Soldaten umzingelt und mit Speeren bedroht werden. Wir haben sie umzingelt. Und er hat kein Mana mehr, um uns zum Schlafen zu bringen. Verdammt. Und jetzt?
Noch ehe Chris antworten kann, spürt es einen Schlag auf den Hinterkopf und alles wird schwarz. Chris? Chris? Bist du wach? Geht es dir gut? Mein Kopf. Autsch. Sie haben uns erwischt, Chris. Wir sitzen in der Falle. Chris schaut sich benommen um. Sie sitzen im Verlies. Chris und Rilsei. Von Susie ist nichts zu sehen. Am Gittertor steht einer der Soldaten und schaut in die Zelle hinein. Zu schade für euch, ihr Lichtgestalten. Ich hätte euch ja durchgelassen. Aber wir haben unsere Befehle. Nun wolltet ihr für immer hier im Kerker bleiben. Oh, na, das ist eine ziemlich missliche Lage, in der wir uns befinden, was, Chris? Das kannst du laut sagen. Für immer eingesperrt. Klingt nach einer langen Zeit. Aber wo ist Susie? Ja, sie ist nicht hier. Nicht, dass sie sich verletzt oder jemand anderes. Vielleicht finden wir hier drin etwas, mit dem wir uns befreien können. Ich such schon, aber hier ist nichts. Ich finde auch nichts. Chris, falls wir es hier nicht lebend rausschaffen, möchte ich, dass du weißt, wie froh ich bin, dich getroffen zu haben und... Hey, Idioten! Könntet ihr vielleicht die Klappe halten? Ich versuche mich zu konzentrieren. Susie? Wo bist du? Keine Ahnung. Im Gefängnis oder so. Ich hab's aus meiner Zelle rausgeschafft. Hab eine Wache überzeugt, mich rauszuholen. Echt? Wie? Hab ihn höflich in die Mülltonne eingeladen. Na, fragen wir nicht weiter nach. Ist gut. Super gemacht. Jetzt komm bitte raus und rette uns. Ja, ja. Muss euch nur erst finden. Bin schon auf dem Weg. Susie schleicht den dunklen, nassen Korridor entlang und sucht nach dem Weg zu Chris und Rilseys Zelle. Als sie an eine Biegung kommt, meint sie, die Stimme von Lancer zu hören. Ist gut. Und stellt sicher, dass sie auch wirklich nicht abhauen können. Ja, Sir Lancer. Verstanden? Sie müssen in den Zellen bleiben. Unter keinen Umständen dürfen sie raus und im Schloss herumschleichen. Besonders nicht die Lilane. Wie bitte? Natürlich, Sir. Wie Sie befehlen. Die Wache verlässt den Flur und Lancer bleibt allein zurück. Susie macht nun einen festen Schritt aus ihrer Deckung und Lancer erschrickt. Lancer? Susie? Was tust du hier? Ich habe den Truppen den Befehl gegeben, euch hier unten festzuhalten. Für immer. Lancer, du wolltest uns loswerden? Und ich dachte, wir wären ein Team. Ich kann alles erklären, Susie. Na, schon okay. Alles gut. Musst nichts weiter sagen. Ich verstehe schon. Tue ich echt. Wieso sollte auch irgendwer wirklich mein Freund sein wollen? Susie zieht ihre Axt und macht einen Schritt auf Lancer zu. Dieser weicht zurück. Susie, das ist nicht... Klappe. Aber... Ich sagte Klappe! Sie macht einen weiteren Schritt in seine Richtung. Geh mir aus dem Weg. Nein. Hast du mich nicht verstanden? Letzte Warnung. Erwarte nicht, dass es mir leid tut, wenn dich deine Wachen vom Boden abkratzen müssen. Nein, ich werde nicht gehen. Du willst sehen, was ich mit Verrätern mache? Susie hebt die Axt. Ich vernichte sie! Wenn du nicht beiseite gehst, werde ich dich töten! Lancer kann gerade noch dem Schlag von Susie ausweichen. Doch sie holt erneut aus und schlägt nach ihm. Als sie einen weiteren Schritt auf ihn zumacht und er ausweicht, stößt er mit dem Rücken gegen die Wand. Willst du dich nicht wehren? Denkst du, ich gebe irgendwas darauf, wenn du einfach kampflos sterben willst? Du machst es mir nur einfacher. Sie hebt erneut die Axt und Lancer sinkt an der Wand zusammen. Mit gefletschten Zähnen lässt sie die Waffe herniederkrachen und schlägt neben Lancer in den Boden. Susie? Du hast mich nicht getroffen. Ich will dich nicht töten, Mann. Geh einfach aus dem verdammten Weg. Bitte. Aber Susie, wenn ich euch gehen lasse, dann kämpft ihr gegen meinen Dad. Und
Irgendjemand von euch wird verletzt. Was sagst du? Ich möchte nicht, dass Dad euch wehtut. Aber dass du Dad wehtust, möchte ich auch nicht. Also muss ich verhindern, dass ihr euch je über den Weg lauft. Du willst... Und was ist, wenn ich ihn nicht töten will? Ich verspreche dir, dass wir nur reden werden. Ganz friedlich. Verstehst du? Ich denke nicht, dass mein Dad der Typ dafür ist. Hey, Lanza, komm schon. Wir sind doch ein Team, oder? Uns kann nichts aufhalten. Ob wir kämpfen oder nicht. Klar? Ja. Ja. Du hast recht. Versuch macht klug, richtig? Und ich kann euch vielleicht helfen, wenn ich vorher mit ihm rede. Um ihn ein bisschen auf euch vorzubereiten. Na, das ist doch die richtige Einstellung. Ich mach mich auch gleich auf den Weg. Oh, Susie? Ja? Sind wir denn noch Freunde? Hä? Na, natürlich sind wir das. Ich meine, wenn du noch willst. Puh, na klar, dann bist Beta. An seinem Dad vorbeikommen, ohne Gewalt, da wird mir noch was einfallen müssen. Susie trottet den Gang entlang und findet nach kurzer Zeit die Zelle von Chris und Ralsei. Sie kann Ralseys Stimme schon vom Weiten hören. Ja, und deshalb haben wir immer zu Halloween Kürbisse. Verstehst du, Chris? Aber was war das denn mit den Hüten? Wir tragen nicht genug davon und deshalb... Hey! Susie, du bist gekommen, um uns zu retten. Wusste ich's doch, dass du das Herz einer Heldin hast. Ja, treib's jetzt nicht so weit. So, die Tür ist offen. Kommt jetzt raus, wir müssen weiter. Wirklich gut gemacht, Susie. Ja, weißt du, wo es nach oben geht? Yep, kommt, ich zeig euch den Weg. Susie führt Chris und Ralsei den Gang hinunter in Richtung des Aufzugs, den sie im Vorbeigehen gesehen hat. Die drei Freunde kommen zum Aufzug und steigen dort ein. Chris schaut sich die Knöpfe an und fragt sich, wozu wohl der Knopf mit den vielen Fragezeichen gut ist. Was ist denn, Chris? Seht euch mal den Knopf hier an. Schräg. Drück mal drauf. Ja, finden wir es einfach heraus. Der Aufzug setzt sich in Bewegung. Es geht abwärts, tief unter die Erde, bis die drei den Druck auf den Ohren spüren. Als der Aufzug stehen bleibt und sich die Tür öffnet, treten sie aus. Sie befinden sich vor einem gewaltigen, runden Käfig, an dem ein dickes Schloss hängt. Ach du meine Güte, das ist ein magisches Siegel. Sieht aus wie ein Gefängnis. Aber für was? Was war denn das? Da ist jemand. Aber ich sehe nicht wo. So einsam. Einsam, sag ich. Doch was ist das? Drei Besucher dort drinnen, die beobachten mich? Wer seid ihr? Oh, schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Ralsei und das sind Chris und... Also, was zur Hölle machst du da drin? Ich bin unschuldig, unschuldig. Ich wollte bloß spielen, ein Spiel, Spiel. Die langweiligen Könige fanden Anstoß an solcherlei Spaß und sie suchten mich einzusperren zur Strafe. Doch ich bin schnell, schnell, clever, clever. Sie sperrten sich selbst und ihre ganze Spezies ein. Nun bin ich der einzig Freie. Frei? Aber Sie sind doch derjenige hinter Gittern. Von hier drinnen sehen diese Dinge anders aus, Lichtgestalten. Na, dann brauchst du wohl auch keine Hilfe. Leider ist es nicht so. Ich werde einsam in meiner kleinen Freiheit. Einsam, einsam. Wollt ihr nicht ein Spiel spielen mit mir, mir? Ich kann euch zeigen, die Freiheit hier. Ein Spiel? Nun, was für ein Spiel? Findet den Schlüssel und ich lasse euch frei, frei. Er ist den Augen verborgen.
Doch der alte Katzenmann kennt das Geheimnis. Was für ein alter Katzenmann. Da klingelt was. Charme. Den Sack, den wir vor Ewigkeiten getroffen haben? Wie sollen wir den denn wiederfinden? Ich fürchte, wir kommen nicht einmal aus dem Schloss heraus. Oh, nein. So viel Backtracking wollen wir nicht. Wie durch Zauberhand erscheint in der Schwärze neben unseren Helden eine Tür mit der Aufschrift Abkürzung zu Sean. Oh, hey, seht mal. Hier schwebt eine Tür in der Luft. Mit der Aufschrift Abkürzung zu Sean. Wie praktisch. Krass. Gehen wir durch. Die drei gehen durch und finden sich direkt vor dem Unterschlupf von Sean wieder. Puh, elegant gelöst. Oh, ihr seid es. Seid ihr zurückgekehrt, um euch mit mir der Sinnlosigkeit hinzugeben? Nein, wir wollen etwas mit dir bereden. Um genau zu sein, wollen wir dich nach dem seltsamen Gefangenen unter dem Kartenschloss fragen. Seltsamer Gefangener? Wovon sprecht ihr? Ein Gefangener mit seltsamen Verhalten? Nein, ihr könnt unmöglich Jevil meinen. Wir haben ihn tief unter dem Verlies des Schlosses gefunden. Ich verstehe. Nach all dem Ärger, den ich damit hatte, ihn einzusperren, wollt ihr ihn nun also befreien? Er sagte, er fühlt sich allein und er möchte jemanden zum Spielen. Es könnte in der Tat problematisch sein, ihn zu lange allein zu lassen. Ja, vielleicht ist es das Beste, wenn ihr Helden euch um ihn kümmert. Es ist ohnehin nicht so, als würde irgendetwas am Ende wichtig sein. Ein wenig Chaos könnte spaßig werden. Wer ist der Typ überhaupt? Wieso die ganze Chose? Er war ein lustiger kleiner Mann. Einst war er der Hofnarr. Ich war der Hofzauberer. Oh, ihr wart Freunde? Freunde? Könnte ich ihn Freund nennen? Vielleicht. Vielleicht nicht. Doch er war der Einzige, der es in unserem Spielen mit mir aufnehmen konnte. Eines Tages traf er einen seltsamen jemand. Und ab dann veränderte er sich. Er fing an, bizarre Dinge zu sagen, die nicht wirklich Sinn ergaben, aber die auch nicht wirklich sinnlos waren. Bald war die Welt für ihn nur ein Spiel. Und wir alle nur seine Mitspieler. Als Hofzauberer war ich gezwungen, ihn wegzusperren. Oder, wie er es nannte, uns alle wegzusperren. Seine Worte blieben mir im Fell stecken und meine Sicht auf die Welt wurde dunkel. Dunkler und immer noch dunkler. Und wenn ich so zurückblicke, vermisse ich es fast, mit ihm zu spielen. Ich frage mich, ob ich wohl, wenn ich ihn nicht hätte wegsperren müssen, mehr Sinn in meinem Leben gefunden hätte. Das klingt traurig, Sean. Und nach einer Herausforderung. Hast du den Schlüssel zu seinem Verlies? Ja, hier ist er. Viel Erfolg, wenn man es denn so nennen kann. Falls ihr es schafft, vielleicht seid ihr ja wirklich Helden. Chris, Susie und Ralsei verlassen Seans Kammer und kehren zurück zur finsteren Zelle von Jevil. Sie nähern sich der Tür und in Chris' Hand beginnt der Schlüssel zu leuchten. Der Schlüssel für die Tür. Ihr hattet das richtige Gespür. Ein herrlicher Spaß ist im Begriff auszubrechen. Hey, kommt näher und lasst mich frei. Seid ihr bereit? Na klar. Ich stehe immer hinter dir, Chris. Chris hebt den Schlüssel vor das Schloss und ein unheilvolles Glimmen erfüllt die Luft. Mit einem schaurigen Geräusch verschwindet der Schlüssel und das Schloss fällt ab. Eine Tür erscheint im Gitter. Nach kurzem Zögern treten die drei Helden hindurch und in einen kreisenden Raum. Er ähnelt einem abgeflachten Karusselldach. Vor ihnen in der Mitte der Zelle steht eine gedrungene Gestalt mit einer Narrenkappe und schaurigen Lächeln.
Besucher, Besucher, nun können wir spielen, spielen und nach euch auch mit allen anderen auf der Welt. Und was genau spielen wir? Ach, es ist ein kleines Zahlenspiel. Wer zu oft getroffen wird, verliert. Also so eine Art Spiel, ja? Nun, dann muss ich dich warnen. Susi zieht ihre Axt. Du hast es hier mit einer Gruppe von Assen zu tun. Ass gegen Ass, ich würde es nicht anders wollen. Nun gut, lass die Spiele beginnen! Ein eigenartiges Knarren erfüllt den Raum und mit einem merklichen Ruck setzt sich das Bodenkarussell in Bewegung. Es beginnt sich um die eigene Achse zu drehen und bunte Lichter funkeln in der Schwärze außerhalb des Käfigs auf. Javel schwebt in die Luft und lacht. Es riecht nach Chaos. Ja, ja! Chaos, Chaos! Fangt mich, wenn ihr könnt! Javel löst sich in Rauch auf und das Karussell beschleunigt. Die Helden können sich kaum auf den Beinen halten. Verdammt! Bleibt zusammen! Könnt ihr ihn sehen? Die Welt, sie dreht sich, dreht sich! Die Helden haben das Gefühl, alles um sich herum würde sich drehen. Sie werden in den Boden gepresst, hin und her geschleudert und verlieren vollkommen die Orientierung. Chris hält sich an einem der Gitterstäbe fest und sucht hektisch nach Javel. Da schwebt er ein Stück über Chris und rudert wild mit den Armen. Chris fasst all seinen Mut und springt hinauf. Es bekommt etwas zu fassen. Mit einem Mal gibt es einen weiteren Ruck und das Karussell stoppt. Chris fällt zu Boden. Ist alles okay? Ja, geht schon. Was ist das hier für ein Mist? Chaos, Chaos, Freiheit, Freiheit! Mein Herz geht raus an all euch Sünder! Javel hebt lachend die Arme und von allen Seiten fliegen Spielkarten durch die Luft. Autsch! Die Dinger sind scharf! Oh je, weicht aus! Das Karussell dreht sich wieder und überall rasen die Spielkarten umher. Chris zieht sein Schwert und fuchtelt verzweifelt nach den Geschossen, um sie abzuwehren. Rosé legt sich flach auf den Boden und zieht den Hut tief über sich. Und Susi versucht auszuweichen. Was für ein Spaß! Was für ein Spaß! Schnallt euch an! Wir reiten das Pferdchen! Auf dem Boden unter den Helden schälen sich Karussellpferde, die sie auf ihren Rücken nehmen. Erst ganz langsam, aber rasch am Tempo aufnehmend, beginnen sie sich entgegen der Richtung des Karussells zu bewegen und ab zu hüpfen. Gut festhalten! Verdammt! Wir müssen den Typen irgendwie ablenken! Ich komme nicht an ihn ran! Hey, habt ihr denn auch Spaß? Susi, wirf deine Axt! Susi richtet sich notgedrungen auf dem Pferd auf und kneift die Augen zusammen. Sie fokussiert den lachenden Javel und holt weit mit der Axt aus. Dann schleudert sie sie in einem Bogen auf ihn. Es klirrt und die Axt fliegt einfach durch ihn hindurch. Doch das Karussell stoppt abrupt. Oh, ein Treffer, wie schön, bereit für die nächste Runde? Oh, gut gemacht. Ich kann einfach alles tun. Die Erde bebt und die Freunde verlieren den Halt unter den Füßen. Die Arena dreht sich plötzlich komplett um und steht nun auf dem Kopf. Susi schaut sich verwirrt um, doch bevor jemand was sagen kann, erscheinen gleich mehrere Abbilder von Javel um den Helden herum, synchron mit den Armen rudern und grinsen. Oh nein! Oh. Herz, Karo, Pik und Kreuz, alle bereit? Das wird ein lustiger Tanz, Tanz! Die Abbilder von Javel öffnen ihre Münder und spucken unzählige Spielkarten auf die Helden. Die drei stehen Rücken an Rücken. Da hebt Ralsei den Arm und zieht seinen Umhang vors Gesicht. Krachend prallen die Spielkarten von ihm ab. Was war denn das? Oh, kleiner Zaubertrick. Oh, super, super! Nochmal, nochmal! Oh nein! Erneut schießen die Spielkarten auf die Helden zu. Ralsei hebt den Umhang, doch der Zauber will diesmal nicht funktionieren. Es klappt nicht! Sing! Sing ihm irgendwas vor! Ich hab kein Mana mehr! Egal! Hauptsache, wir lenken ihn irgendwie ab! Oh,
Ein kleines, volles Wasserglas. Ein Taschentüchlein für die Nas. Ein Tässchen Tee mit Honig drin. Das wäre jetzt was Schönes. Die Spielkarten verpuffen und Javel klatscht begeistert in die Hände. Ja, ja, ein Liedchen, ein Liedchen. Jetzt bin ich an der Reihe. Javels Stimme lässt das Karussell erzittern und es dreht sich immer schneller und unkontrollierter. Funkelnde Lichter schwirren herum und die Luft knistert vor Freiheit. Ja! Das ist es, Jungs und Mädels! Ich werde langsam müde! Oh, Gott sei Dank! War nur Scherz! Hier kommt das finale Chaos! Javel hüpft in die Luft. Er hinterlässt eine Spur, als würde er die Realität selbst durch seine Anwesenheit zerreißen. Das Karussell dreht sich wieder, schnell, schneller, immer schneller. Chris hält sich wieder an den Gitterstäben fest, Rilsey an seinem Bein und Susie an dessen Bein. Das Karussell rast mit unvorstellbarer Geschwindigkeit herum, dreht sich ein, schleudert umher, überall funkelnde Lichter, Spielkarten. Der Geruch von Chaos liegt in der Luft. Und schließlich stoppt das Karussell. Puh. Was für ein Spaß! Ja, 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 ja! Ihr Kinder habt mich ordentlich ins Schwitzen gebracht. Dann kann ich nun für die nächsten 100 Jahre schlafen. Schade nur, dass ihr Kinder keinen so wunderschönen Traum haben werdet. Ein Albtraum beginnt zu erwachen im Schatten der Hand des Ritters. Ob ihr ihn aufhalten könnt, Lichtgestalten? ein Unheil, ein Chaos aus eurer kleinen Zelle heraus. Nehmt meine guten Wünsche mit auf den Weg. Javel faltet sich nach oben hin zusammen wie ein Akkordeon und verschwindet. Die drei Helden bleiben allein in der Zelle zurück und atmen durch. Uff. Ach du meine Güte, geht es euch gut? Ja, alles in Ordnung. Nächstes Mal, wenn wir einen Aufzug finden, drücken wir einfach direkt auf den richtigen Knopf. Einverstanden. Einen Moment lang setzen sich die drei auf den Boden und verschnaufen. Als sie wieder bei Kräften sind, verlassen sie die Zelle und gehen zurück zum Aufzug. Chris drückt auf den Pfeil nach oben und das Gerät setzt sich in Bewegung. Okay, dieser Aufzug sollte uns hier rausbekommen. Das wird vielleicht ein bisschen dauern, so langsam wie sich das Ding bewegt. Also macht's euch gemütlich. Hey, Ralsei, Chris. Hä? Was ist denn? Wegen Lancers Dad, dem König. Ja? Wenn wir ihn treffen, denkt ihr, dass wir, ihr wisst schon, ihn verletzen müssen? Wie bitte? Was meinst du, Susie? Ich meine, ich könnte ihn natürlich zerstückeln und massakrieren und so. Ohne Problem. Aber das ist ja nicht wirklich euer Ding. Ihr seid ja mehr so drauf mit, hey, lasst uns Freunde sein und so. Wie richtige Loser eben. Danke. Ich hab mir überlegt, vielleicht könnte ich das ja auch mal versuchen. Oh, Susie, du meinst, du willst versuchen, nett zu sein? Naja, also... Susie, wir wären geehrt, wenn wir zusammen mit dir Freundschaften schließen können. Das möchten wir doch von Anfang an schon. Und keine Sorge, wir werden dir natürlich helfen. Du musst dich dieser Herausforderung nicht alleine stellen. Danke. Ha, wir haben es geschafft, Chris. Wir haben sie erreicht. Ja, sehr gut. Ralsei? Ja, bitte? Willst du immer noch diesen Kuchen backen? Willst du aufhören, dich über mich lustig zu machen? Na, wenn ich muss, dann ja. In diesem Falle backe ich dir mit Freuden so viele Kuchen, wie du nur essen kannst. Klingt das gut? Klar, aber so viel kannst du gar nicht backen. Oh, wir sind oben. Hier müssen wir raus. Als sich die Aufzugtür öffnet, betreten die drei einen dimm beleuchteten Gang, gebaut aus dunklen Steinen. Dort kommt ihnen eine Patrouille entgegen.
Moment, ihr? Hier? Wir werden euch aufhalten. Zieh dein Schwert, Kamerad. Na sicher. Das ist deine Chance, Susi. Mach den beiden ein Kompliment. Was? Ist das dein Ernst? Wie soll ich jemandem ein Kompliment machen, der uns umbringen will? Wenn du nicht weiterkommst, sag ihm irgendetwas, das du selbst gern hören würdest. Okay. Hey, ihr Typen dürft jetzt wieder auf den Gratis-Schinken-Sandwich-Tag gehen. Die beiden Wachleute halten inne und sehen sich an. Also, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Ach, wie schön. Ich wollte schon so lange mal wieder. Ja, sehr gut, Susi. Es zeigt Wirkung. Jetzt gib ihnen den Rest. Ihr seht echt derbe aus, als könntet ihr mich umbringen. Ach, das sagst du doch nur so. Damit sind wir voll und ganz beschwichtigt. Ihr dürft passieren. Sehr gut gemacht, Susi. Du hast es geschafft. Oh ja, das war nicht sonderlich schwer. Sagen wir ja, fühlst du dich nicht viel besser? Es war in Ordnung. Kommt, gehen wir, bevor diese Typen es sich anders überlegen. Sie gehen hastig den Flur entlang und kommen um eine Biegung herum. Dort finden sie sich in einem großen, runden Raum wieder, aus dem nur eine einzige Tür hinausführt. Sie ist verschlossen. Als sie den Raum betreten, verschließt sich hinter ihnen der Weg. Hey, was ist denn jetzt los? Wir sitzen in der Falle. Wie konnte das passieren? Wohlan, wohlan! So hat dasjenige garstige Gewürm sich denn entschieden, die moderigen Klüfte hinter sich zu lassen, um sich dem illustren Spiele zu widmen. Wer ist da? Auf einem Balkon über der Ausgangstür offenbart sich mit einem Lichtblitz eine im Schatten gehüllte Gestalt. Yeah! Ihre Stölpel! Unser Name ist Ruhl Karl! Wir sind eure schreckensgewaltigster Fürbringer! All jene Scharaden, an denen ihr es vorbeigeschaffet, von Schwächlingen und einfältigen Kratars wurden sie erstellet. Nun machet euer selbst bereit für des Lebens eurem schwersten Rätsel. Erzitteret nun, Gewürm! Chris schaut sich um und entdeckt auf dem Boden vor sich einen einfachen Schalter. Es macht einen Schritt und tritt beherzt darauf. Es macht Klick und das Tor öffnet sich. Verdammt! Tja, das war auf jeden Fall etwas, das passiert ist. Als die Helden weitergehen, laufen sie direkt in die Arme zweier herzförmiger Kartenwesen, die ihnen den Weg versperren. Oh je, und wir sind gar nicht richtig angezogen. Das ist deine Chance, nett zu sein, Susi. Ja, flirte die beiden Damen an. Definitiv nicht. Oh, es ist okay, wenn du keine Worte findest. Chris und ich können das auch... Ach was, Klappe! Das ist nicht das Problem. Ganz sicher? Pass auf, ich beweise es dir. Also, kommt ihr beiden Süßen öfters her? Oh, wir gehen dann mal wieder. Ja, nicht so ungut. Was ihr hier macht, geht uns eigentlich gar nichts an. Hey, bleibt hier und lasst uns flirten! Ich glaube, jetzt ist Railside dran, es dir zu beweisen. Na schön, tob dich aus. Oh, naja, wenn du meinst. Hathys, eure Körper sind so transzendental. Eure Haare wie ein Wasserfall und eure... Moment, ihr habt doch Haare, oder? Also sowas müssen wir uns nicht bieten lassen. Ja, komm, Schwester. Halt, wartet, komm zurück, bitte. Tja, nicht so einfach, was? Na schön, aber immerhin ist der Weg frei. Ja, kommt weiter. Als die drei um die nächste Biegung kommen, verschließt sich erneut hinter ihnen der Weg und sie stehen in einer Sackgasse. Auf dem Boden blitzt es auf und die Gestalt zeigt sich erneut. Ihre meine tatsächlich, das sei alles gewesen, welches wir in unserer Ärmel zu haben pflegten? Nicht glorreicher Irrtum! Es sei euch nun unsere wahre Macht verkündet. Es schauert vor dem ultimativistischen Rätsel. Hier habet ihr es. Vor ihnen auf dem Boden befindet sich erneut ein Schalter. Diesmal ist er bloß andersherum angebracht. Chris betätigt ihn und die Tür öffnet sich. Ah, ihre Leiche.
leichtgläubiges Gewürme. Jenes dort, es war nicht unser ultimatives Puzzle. Wir haben ein viel brillanteres. Direkt hier. Dürfen wir es sehen? Nein. So, das hätten wir. Könnten wir einfach weitergehen? Genug Gerede, Gewürm. Ihr möget euch vielleicht gemogelt haben durch jene Rätsel, die hinter uns liegen. Doch im Kampfe mögen wir euch niederwerfen in Leichtigkeit. Die Gestalt springt vom Balkon herab und hebt die Arme. Folgt Knaben, Knabinnen und geschlechtslose Protagonisten. Folget uns zu eurer Vernichtung. Ey, darf ich diesem Typen echt nicht einfach in die Fresse hauen? Nein, Susi, atme tief durch und entspann dich. Wir schaffen das hier mit Nettigkeit, du wirst schon sehen. Die drei folgen dem Rätselmeister aus der Kammer heraus und finden sich bald in einem breiten Flur wieder. Dort posiert Rule Card und schaut selbstzufrieden auf die Helden herab. Wir, Rule Card, werden euch hier zur Strecke bringen. So seid vorbereitet auf den Kampf eures Lebens gegen... was auch immer dieses jenes hier sein mag. Schritte hallen den Korridor hinab. Chris zieht sein Schwert und Susi ihre Axt. Ralsei kneift misstrauisch die Augen zusammen. Da! Ein Bein fährt neben Rule Card auf dem Boden. Unsere Helden schauen an der enormen Gestalt empor. Es ist das Spielsteinmonster aus Folge 4, Schachbretttanz. Ach du meine Güte! Es ist das Spielsteinmonster aus Folge 4, Schachbretttanz. Huh, dagegen haben wir doch schon mal gekämpft. Aber die Krone sieht ganz anders aus. Sie sieht genauso aus wie letztes Mal. Haha! Mit dieser jenen Kontrollkrone vermögen wir zu gebieten über Kreaturen, deren Form gar chipförmig anmute. Ey, sie sieht genauso aus wie letztes Mal. Oh je, es scheint schlimme Schmerzen zu haben. In der Tat, jene Krone der Kontrolle, sehr schmerzhaft ist sie. Doch wir sind der Überzeugung, es werde bald schon Erleichterung warten, wenn es sieht, welch gar schlimme Qualen es euch zufügt. Der Dame Spielstein steht bedrohlich da und Rule Card wandelt in die Schatten. Unsere Helden weichen ein paar Schritte vor dem Feind zurück, als dieser auf sie zugeht. Verneigen wir uns. Das hat beim letzten Mal auch geholfen. Ja, komm, Susi. Wenn du auch mitmachst, wird es schneller gehen. Okay, wenn es sein muss. Die drei verbeugen sich vor dem Spielstein. Doch dieser macht keine Anstalten, es ihnen gleich zu tun. Huch! Es hat wohl dazugelernt. Ich hab eine andere Idee. Oh, ja, Susi? Was denn für eine Idee? Naja, wie formuliere ich das am besten? Ich werde dich dafür brauchen, Ralsei. Super, das ist okay, Susi. Ich helfe dir gerne. Willst du dich etwa dafür entschuldigen, dass du ihm damals wehgetan hast? Nee, du musst nur kurz stillhalten. Susi packt Ralsei an der Hüfte und stemmt ihn über den Kopf. Er zappelt panisch, aber realisiert bald, was Susi vorhat und schluckt ängstlich. Chris, wir müssen diese Krone runterbekommen. Hilf mir, Ralsei weit genug zu werfen. Oh, klar. Aber bitte seid vorsichtig! Stillhalten! Und los! Mit vereinten Kräften werfen Chris und Susi den armen Ralsei im hohen Bogen durch die Luft. Er fasst sich im Flug ein Herz, legt Arme und Beine an und rammt mit voller Wucht die Krone auf dem Haupt des Spielsteins. Haha! Es hat geklappt! Wirklich? Das war eine super Idee, Susi. Ja, war es wirklich. Der Spielstein ist wieder geschrumpft. Wir haben gewonnen. War eine Kleinigkeit. Danke für die Hilfe, Leute. Rule Card steht da wie vom Donner gerührt. Als er sich alleine der Gruppe gegenüber sieht, schaut er nervös hin und her. Plötzlich beginnt er zu applaudieren. Brillant! Einfach brillant! Wir wussten, ihr würdet es schaffen. Ihr seid wahrlich großartige Helden, zu heroischen Taten fähig, fürwahr. Was willst du denn auf einmal? Schaut her, violette Bestie! Dies alles, lediglich ein Test war es für eure Fertigkeit.
um zu erproben eure Stärke und euren Mute. Und ihr habt gewonnen. Nichts weiter möge euch den Wege versperren. Selbst wir, Ruhlkard, könnten nichts weiter als euch Stolpersteine vor die Füße zu legen. Oh, wie nett von dir. Dummschwätzer. Wollt ihr euch vielleicht noch für eine kurze Wegzehrung zu uns gesellen in den Hip-Shop des grandiosen Ruhlkard? Wegzehrung? Ach, ja, was meint ihr? Ja, wieso nicht? So viel Zeit haben wir sicher noch. Wenn du was zu essen für uns hast, bist du mein neuer bester Freund. Wohlan denn! So folget uns geschwind die Stufen hinauf. Zu eurer Rechten werde sich offenbaren der Hip-Shop. Der Rätselmeister eilt voraus. Die Helden kommen mit einigem Abstand nach und folgen der Treppe nach oben. Tatsächlich finden sie zu ihrer Rechten einen geöffneten Türrahmen, durch den ein goldener Schimmer und Musik erklingen. Sie betreten den Raum und werden vom Licht geblendet. Als sie sich die Augen gerieben haben, erkennen sie Ruhlkard auf einem Berg vom goldenen, glänzenden Gerümpel liegen und im Takt der Musik mit dem Fuß wippen. Er bemerkt die Gruppe und stützt verträumt den Kopf auf seine Hand. Seid willkommen geheißen in unserem noblen Geschäft, ihr Helden. Wir sind Ruhlkard. Lord der Rätsel. Lord der Rätsel? Und womit verbringst du so deine Zeit? Viel Mühe gibst du dir bei deinen Puzzles jedenfalls nicht. Unsere geschätzten Hobbys inkludieren Kalligraphie, Rasenpflege, Käfer sammeln und erbauliche Wanderungen durch das Verliese. Seid ihr einer meiner zahlreichen Verehrerinnen? Pff, sicher nicht. Wie sieht es mit dem Essen aus? Bedient euch, violette Bestie. Du hast dir hier einen Shop aufgebaut? Wir wollen des schnöden Mammons Gold anhäufen. In Mengen, auf das wir zerdrücken können, euch wie der Weintrauben fermentiert, um so denn fortzufahren und Getränke von gar köstlicher Natur zu bereiten, welche zu trinken es erlaubt ist, bloß den Hochgewachsenen bei Hofe. Oh, wie wir uns selbst amüsieren. Nicht doch nicht. Wir sind von nun an der Heldenverbündete. Du arbeitest für den König? Wahrhaftig. Ein gar mächtig und furchterregender Monarch ist er. Doch auch Brillance zu seinen Eigenschaften muss ich zählen. Nachdem er maß uns, Ruhlkard, zum royalen Herrn der Rätsel. Nicht ohne jedes Vorgängers Hülle zu stecken in Verlies und Käfige. Wahrlich, welch wohlwollender Herr und König. Der Sohn jedoch. Viel Gram bereitet er, mehr gar als die Hand erhoben voll Flohgespinst. Er fraget uns nach den schlimmsten aller Fragen und er nennet mich seinen minderen Vater. Nicht habe ich den Willen, seine MP3s anzuhören und lieber vernahm ich den süßen Klange des Todes. Und doch erfüllt Mitleid mein Herz. So saget mir, geht es ihm gut? Du meinst Lancer? Ich glaube, mit ihm ist alles in Ordnung. Famos und wundervoll. Und nun sollet ihr voranschreiten, der Gefahr und eurem großen Siege entgegen. Ihr seid ihm nun nah, dem Könige. Gehabet euch wohl, Helden. Leb wohl, Ruhlkard. Die drei verlassen den Hip-Shop und lassen Ruhlkard alleine dort zurück. Nun stehen sie vor der letzten Treppe, hinauf auf die oberste Ebene des Schlosses. Der Kampf gegen den König steht bevor. Chris, Rosé und Susie steigen die Treppenstufen hinauf und gelangen in den finsteren Thronsaal. Er ist heruntergekommen und schmutzig, überall liegt Plunder herum und von den Wänden hängen Fetzen von Flaggen und Ornamenten. Alles ist still. Auf dem pikförmigen Thron in der Mitte des Raumes sitzt niemand. So suchen die Freunde nach einem Weiterweg und finden einen Durchgang auf der anderen Seite des Raums. Dahinter öffnet sich ein weitläufiger Balkon und direkt dahinter sehen sie den Ursprung des dunklen Geysirs. Hey, da vorne! Das ist Lancer! Aber er steht direkt vor... dem König! Vater! Lancer!
Mein Sohn, hast du die Lichtgestalten vernichtet, so wie ich es befohlen habe? Nee, aber ich habe was viel Besseres mit ihnen gemacht. Was wäre das? Es hat sich herausgestellt, dass wir überhaupt nicht gegen sie kämpfen müssen. Sie sagen, sie wollen nur mit dir reden und... Sie sind noch am Leben? Ja, und ich bin mir sicher, du wirst sie sehr mögen. Also, da gibt es Susie, die ist lila und super stark und... Wo sind sie? Hey! Schön, Sie kennenzulernen, Herr König. Lancer, mein Sohn. Ja, Vater? Erinnerst du dich an meine Worte? Lass dich nicht einwickeln? Du hast versagt. Sie haben dich eingewickelt. Dich mit ihrer Freundlichkeit vergiftet. Du bist ihnen egal. Ihr einziges Ziel ist die Versiegelung des Brunnens. Sie sind Abschaum. Nein, sind sie nicht. Was hast du gerade gesagt? Der König packt Lancer am Hals und hebt ihn vor sich. Seine Hand zittert. Er bebt vor Wut. Susie zückt augenblicklich ihre Axt und macht einen Satz nach vorn. Lass ihn sofort los! Ja, sonst bekommst du es mit uns zu tun. Ja, mit uns! Ihr wollt, dass ich ihn loslasse? Wie wäre es stattdessen damit? Ich lasse ihn vom Turm herunterfallen. Dann könnt ihr zusehen, wie er stirbt. Wenn ihr euch nicht beugt und lernt, wo euer Platz ist. Du würdest... Was ist nun? Lichtgestalten. Chris, was sollen wir tun? Ich kann ihn nicht einschätzen. Es ist wohl besser, wir tun, was er sagt. Bevor er Lancer noch etwas antut. Ihr habt recht. Hört nicht auf ihn. Susie, er wird... Still! Chris und Susie lassen die Waffen sinken. Sie nicken einander und Rael sehen zu und dann knien sie sich nieder, um sich zu ergeben. Ah, ja. Nun sieh zu, Lancer. Sieh zu, was passiert, wenn du dich mit den Lichtgestalten anfreundest. Nein! Der König lässt vor den Helden in der Luft mehrere pikförmige Speere erscheinen. Er grinst sadistisch und setzt an, die Freunde hinzurichten. Doch plötzlich ächzt er vor Schmerz auf. Ein Speer hat ihn von hinten getroffen. Er lässt locker und Lancer entgleitet seinen Händen. Was zum... Ich lasse nicht zu, dass du meinen Freunden wehtust. Lancer, du Verräter! Du kannst mir nichts mehr vorschreiben, Dad. Komm sofort zurück! Na schön, jetzt reicht es! Susie springt auf und packt ihre Axt. Chris und Ralsei tun es ihr gleich. Was denkst du, wer du bist? In den Augen meines Volkes bin ich ein Held. Aber für euch bin ich der Schurke. Der König erhebt sich zu voller Größe. Sein Anblick ist grotesk. Anstelle eines Bauches hat er ein klaffendes Maul, aus dem eine Art Kette zu einem Pikende ragt. Er positioniert sich bedrohlich und hält die Waffe in beiden Händen. Hört zu! Lancer ist mein Freund! Und ich habe ihm versprochen, dass wir dich besiegen, ohne dich zu verletzen! Und wenn ihr mich doch verletzt, dann sei es so. Dann zeigt ihr meinem Sohn die Monster, die ihr wirklich seid. Ach so? Du willst sehen, was ich dir antun kann? Susie, Vorsicht! Der König wirft seine Waffe nach vorn und sie verhackt sich an Susie. Hektisch versucht sie, sich zu befreien. Doch der König wirbelt herum und schleudert sie durch die Luft. Krachend lässt er sie auf dem Boden aufschlagen und zieht die Waffe zurück. Uff, Susie! Ich glaub, ich kann meine Milz schmecken. War das schon alles? Kommt her! Macht mich fertig! Traut euch! Ralsei, kannst du etwas für Susie tun? Ja, vielleicht, aber ich... Ich gebe dir Deckung. Ist gut, aber bitte sei vorsichtig. Chris macht sich bereit und macht einen Schritt auf den König zu. Dieser leckt sich über die breiten Lippen und schüttelt den Kopf. Wie könnt ihr es überhaupt wagen, hierher zu kommen? Wir... Ruhe, Lichtbringer! Eure Existenz ist gegen das Gesetz! Wie
der Ritter es verlangte, werde ich eure Herzen in Stücke zerschlagen. Der König schlägt nach Chris, doch der Mensch hält mit seinem Schwert dagegen und pariert den Schlag. Funken stieben und Metall knarzt. Chris rappelt sich schnell wieder auf und geht erneut in Position. Ihr habt uns in den Schatten zurückgelassen. Allein und ohne Bestimmung. Ich werde euch vernichten. Euch, die ihr uns zurückließt. Wir kamen um uns weiter zu foltern. Erneut schlägt er an Chris. Diesmal weicht es jedoch aus und die Waffe des Königs bleibt im Boden stecken. Verfluchte Lichtgestalt. Hör auf zu kämpfen. Als der Ritter erschien, fanden wir eine neue Bestimmung. Es war der Ritter, der auch die Brunnen erschaffen hatte. Die Brunnen, die diese Welt im Schatten der eurigen ins Sein brachte. Der König bekommt seine Waffe frei und richtet sich wieder auf. Wie eine angriffsbereite Spinne steht er da und behält Chris genauestens im Blick. Verstehst du? Bald werden sich die Welten vereinen und die Dunkelwesen werden herrschen. Dann findet ihr heraus, wie es ist, in Verzweiflung zu leben. Aber wir haben wirklich genug geredet. Nun erzittere vor meiner Macht! Der König lässt vom Himmel eine ganze Salve von Speeren niederfahren. Chris beißt die Zähne zusammen und erwartet, Schmerzen zu fühlen. Doch es klirrt nur und die Speere fallen zu Boden. Als Chris sich umschaut, stehen Ralsei und Susie neben ihm. Wir kommen wohl gerade noch rechtzeitig. Oh, danke. Natürlich, dafür sind Freunde doch da. Du hast sie geheilt? So gut ich konnte. Vermeide in der nächsten Zeit zu große Belastungen und schlaf viel, ja, Susie? Ja. Gleich nachdem wir diesen König in die Schranken gewiesen haben. Verdammte Narren! Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich bin zu mächtig. Sie verstehen es vielleicht noch nicht, aber das hier ist eine Welt, in der wir nicht kämpfen müssen. Ich weiß, dass wir einen Weg finden werden, wenn wir es nur versuchen. So kleingeistige Aussage. Es ist beinahe eine Schande, dass du nicht lange genug leben wirst, um deine Naivität zu spüren zu bekommen. Ich werde euch verschwinden lassen. Tut mir leid, aber wir werden nirgendwohin verschwinden. Der König hiebt mit seiner Waffe, doch Chris und Susie wehren den Schlag ab. Ihr seid auch stark, nicht wahr? Wenn ich so weiterkämpfe, dann scheint es, als würde... Die Bewegungen des Königs werden immer langsamer. Es fällt den Helden nicht schwer, ihm auszuweichen. Schließlich, als er sich den Schweiß von der Stirn wäscht, zeigt Chris auf ihn und Ralsei nickt. Susie, halt dir die Ohren zu! Klar! Was? Wieso fühle ich mich so schlapp? Das ist genug. Ich sehe ein, dass ich euch nicht besiegen kann. Unser langer Kampf hat mich zu sehr erschöpft. Der König sinkt auf die Knie und sein Cape weht davon. Er sieht schwach aus. Kaum ein Schatten seiner bedrohlichen Gestalt. Lichtgestalten. Vielleicht war ich zu grausam. Um die Wahrheit zu sagen, war ich nicht immer so wie heute. Es gab eine Zeit, in der die Dunkelwesen und die Lichtgestalten in Harmonie lebten. In der wir unsere Bestimmung in Frieden nachgehen konnten. Und ich würde lügen, wenn ich sagte, dass ich mich nicht nach diesen Zeiten sehen würde. Gut gekämpft, Freunde! Vielleicht habt ihr jungen Wesen recht. Legen wir unsere Waffen nieder. Es muss eine friedliche Lösung geben. Mit traurigem Blick legt der König seine Waffe auf den Boden und sieht die Helden hoffnungsvoll an. Chris steckt das Schwert weg und Ralsei nickt Susie ermutigend zu. Ha, komm schon, Susie. Na schön, hier. Ja, also Herr König, ich bin froh, dass Sie realisiert haben, dass hier niemand von uns kämpfen will. Wenn Sie nur ganz offen zu uns sind, bin ich sicher, dass wir alle Freunde werden können.
Ja, Freunde. Das klingt wundervoll. Entschuldigt. Ich bin es nicht mehr gewohnt zu kämpfen. Ich bin zu erschöpft, um aufzustehen. Oh, keine Sorge. Ich werde Ihnen zu neuen Kräften verhelfen. Ralsei hebt den Arm und ein dunkles Licht scheint aus seiner Handfläche. Der König glimmt für einen Moment auf und es geht ihm schlagartig besser. Wie fühlen Sie sich? Lasst mich sehen. Nein! Langsam richtet sich der König auf. Die Helden liegen zerstreut am Boden, zerbrochene Speerspitzen neben ihm. Es ging mir noch nie besser. Du... Habe ich dir befohlen, aufzustehen? Hä? Nein, Susi! Chris, du hast mich gerettet. Na klar. Oh, spart euch das Heldengetue. Eine weitere Salve von Speeren reißt Chris von den Beinen. Du, Mensch, du bist der Anführer, nicht wahr? Also, was war dein Plan? Zu lachen, während du uns alle ins Verderben schickst? Was ist? Hat es dir die Sprache verschlagen? Chris blickt den König entschlossen an und bemüht sich aufzustehen. Doch der König kommt auf den Menschen zu, packt ihn und hebt ihn sich direkt vors Gesicht. Ich verrate dir ein Geheimnis. So schweigsame Menschen wie du regen mich auf. Hey, lass meine Freunde in Ruhe. Und was, wenn nicht? Wirst du mich dann umbringen? Na. Und was ist dann dein Plan? Mich zu Tode langweilen? Dumme kleine Lichtgestalt. Du denkst wirklich, du könntest mich davon überzeugen, dich nicht zu töten. Denk ich gar nicht. Ich kann das sicher nicht. Aber die vielleicht. Aus der Tür zum Thronsaal stürmen Dutzende von Wesen herbei. Soldaten des Königs, Kreaturen, denen die Helden auf dem Weg begegnet sind, Trashmobs, die in diesem Hörspiel nicht vorkamen. Und an ihrer Spitze niemand anderes als... Lancer? Hey, Dad? Was geht hier vor sich? Was habt ihr vor, meine Untertanen? Sorry, Dad, aber du wirst gestürzt. Als ich rumerzählt habe, dass du versuchst, die Lichtgestalten zu töten, haben sich alle erinnert, wie nett sie waren. Sie wollen lieber einen König, der sie akzeptiert. Und das bin ich. Jetzt bin ich der Dad. Was? Ihr Schwachköpfe! Die Lichtgestalten sind eure Feinde, unsere Feinde! Ich bringe euch um! Ich bringe euch alle um! Igitt, ich glaube, hier braucht jemand eine kleine Auszeit, um wieder runterzukommen. Geh auf dein Zimmer, Dad! Nein! 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 Die Soldaten nehmen den König in Ketten und schleifen ihn gegen seinen Willen hinab ins Schloss. Unsere Helden haben gesiegt. Susi nickt Lancer lächelnd zu. Dieser nickt zurück. Dann rennt sie zu Chris, der erschöpft auf dem Boden liegt. Chris! Alles in Ordnung? Ja, Susi. Ich bin nur ziemlich fertig. Was ist mit Ralsei? Oh, mir geht's gut. Alles noch dran. Oh, mein Kopf tut nur etwas weh. Es braucht schon etwas mehr als das, um uns drei umzuhauen. Oh je, es tut mir leid. Weil ich den König geheilt habe, wären wir fast... Wir wären... Gib dir nicht die Schuld. Du hattest wohl recht, Susi. Ich... Es war dumm von mir zu denken, dass ich mich mit allen anfreunden kann. Vielleicht gewinnt ja auch nicht immer die Freundlichkeit. Red nicht darüber. Es ist kompliziert. Manchmal gibt es eben Leute, die man einfach bekämpfen muss. Aber wenn du immer so drauf bist, verletzt du noch jemanden, der dir wichtig ist. Also ist es vielleicht besser, trotzdem zu versuchen, nett zu sein. Oh, Susi, du fängst an, wie eine echte Heldin zu klingen. Gewöhn dich besser nicht dran. Ich bin froh, dass wir das hier zusammen durchgestanden haben.
Susi, du hast das echt gut gemacht. Ja, das habt ihr beide. Dann schätze ich, es wird wohl langsam Zeit für euch heimzugehen, wie? Oh ja, das stimmt, denke ich. Naja, wir können uns ja noch die Zeit nehmen, uns in Ruhe von allen zu verabschieden. Ich wäre ja voll dafür, einfach direkt heimzugehen, aber klar, bleiben wir noch kurz hier und sagen Tschüss, wenn du das unbedingt willst. Oh ja, dann können wir uns auch richtig verabschieden. Hier sind auch noch ganz viele Leute, die sich bei euch bedanken wollen. Eine ganze Schlange von Dunkelwesen steht auf der Fläche, wo sie vorhin noch gegen den König gekämpft haben. Sie jubeln und rufen ihnen Dankesrufe zu. Welch wahrlich wundervoll Werk, Amigos! Ihr habt den Tyrannen überwältigt und uns befreit! Auch mich! Ihr habt mich befreit! Diese Geschichte soll nie vergessen werden! Die Geschichte von Ruhl Karp, der mit Hilfe der drei Helden die Welt rettete. Oh, das finde ich toll. Hey Susi und blaue Person, deren Namen ich mir nie merken konnte. Was macht ihr noch hier? Ich dachte, ihr wolltet direkt gehen. Chris wollte noch Tschüss sagen, weißt du? Ach echt? Das ist lustig. Ich dachte, du wolltest Tschüss sagen, weil wir doch Freunde sind und so. Du bist jetzt der neue König, ja? Jaha! Und ich plane so einige große Regeländerungen. Erstens sind die Lichtgestalten jetzt erwünscht. Und zweitens ist das Gefängnis nur noch für Dads. Klingt nach einer guten Sache. Ey, ist das denn auch echt okay, wenn wir einfach euren Brunnen versiegeln? Oh, keine Ahnung, ob das okay ist. Aber ihr seid's. Und euch vertraue ich. Also, wenn was Schlimmes passiert, finden wir schon einen Weg, das zu richten. Ja, ich denke, wir schauen dann einfach mal, wie es weitergeht, was? Jawohl. Also, naja, bis später dann. Bis dann, kommt bald wieder zurück. Hier in meiner Stadt gibt es immer Platz für ein paar mehr Clowns. Chris und Susi wenden sich bald wieder dem dunklen Brunnen zu. Rosey erwartet sie dort bereits. Er lächelt, aber in seinem Blick liegt auch eine Spur von Abschiedsschmerz. Chris, Susi, ihr geht dann jetzt, ja? Ich wollte euch nur sagen, dass ich habe es sehr genossen, euch beide zu treffen und... Hey! Kannst du aufhören, so in deinen Hut zu murmeln? Man kann dich kaum hören, Mann. Tut mir leid. Rosé nimmt langsam den Hut ab. Erst jetzt sehen Chris und Susi, dass er eine Art Ziegenjunge ist, mit weißem Fell und leicht geröteten Wangen. Susi schaut ihn ungläubig an. Sie meint, ihn schon einmal gesehen zu haben. Chris? Susi? Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das hoffe ich auch, Redsay. Und nächstes Mal backe ich uns auch viele leckere Kuchen, okay? Ja klar, Mann. Komm, Chris, gehen wir. Die beiden folgen dem Pfad und stehen bald allein vor dem gigantischen Geysir, der unentwegt einen Strom von Dunkelheit in den Himmel spuckt. Ist er das? Ist das der Brunnen? Ja, das Ziel unserer Reise. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber irgendwie sind wir hier in etwas echt Wichtiges reingestolpert, was? Naja, denken wir nicht weiter drüber nach. Es ist Zeit heimzugehen, richtig, Chris? Ja, du hast recht. Zeit, wieder nach Hause zu kommen. Als Chris sich dem Brunnen nähert, hat er ein komisches Gefühl. Es fühlt sich an, als würde seine Seele glühen. Susi und Chris treten in den dunklen Strom und alles um sie herum wird schwarz. Wo bin ich? Ich kann nichts sehen. Ich auch nicht. Warte, langsam geht's. Ich glaube, wir sind in der Schule? Das ist der unbenutzte Klassenraum.
Wie um alles in der Welt sind wir hierher gekommen? Ich weiß es nicht. Chris, was ist gerade passiert? Ich meine, das alles war doch kein Traum, oder? Du kannst dich auch noch dran erinnern, richtig? Ja, na klar. Lass uns Elfies einfach sagen, dass wir keine Kreide finden konnten. Chris nickt und geht zur Tür. Beim Gehen lässt es noch einmal den Blick über das Zimmer schweifen. Der Boden ist bedeckt von Spielkarten, Schachfiguren, scharlachroten Bauklötzen und Spielbrettern. Oh Mist, die Sonne geht schon unter. Alle anderen sind bestimmt schon zu Hause. Naja, wird uns Elfies wenigstens nicht nochmal bitten, Kreide zu holen, was? Ja, vermutlich eher nicht. Wir sollten wohl besser auch heimgehen. Bis später dann, oder so. Ja, bis morgen in der Schule. Wir sehen uns. Ach, Chris? Hä? Lass uns morgen vielleicht wieder dorthin gehen, okay? Gerne. Lass uns das machen. Cool. Also, bis dann, Chris. Susie verlässt das Schulgebäude. Chris bleibt allein im dämmerigen Flur stehen und schaut nachdenklich in die Ferne. Huch? Hallo? Chris, endlich gehst du ran. Was hast du denn den ganzen Tag lang gemacht? Nach der Schule habe ich eine Stunde vor dem Gebäude auf dich gewartet. Ich habe dich so oft angerufen, aber du bist nie rangegangen. Ich war ganz krank vor Sorge. Tut mir leid. Chris, dafür muss ich dich leider bestrafen. Ich habe mit einer Freundin gespielt. Eine Freundin? Du hast Zeit mit einer Freundin verbracht? Na gut, dann mache ich dieses Mal eine Ausnahme. Aber wenn du heimkommst, geht es dafür extra früh ins Bett. Ist gut. Bis dann, Schatz. Chris verlässt nun auch das Schulgebäude und tritt auf die Straße. Der Wind weht ihm um die Ohren und auf allem liegt das goldene Licht der Abendsonne. Chris beschließt, einen Umweg nach Hause zu nehmen. Es geht nach links und folgt der Straße in einem Bogen durch das Wohngebiet. Plötzlich wird es von einer Fischfrau in Polizeiuniform angehalten. Hey, du da, Kleiner! Runter von der Straße, du hältst noch den Verkehr auf! Oh, ja, Entschuldigung. Oh, Moment. Du bist Escorts-Kind, richtig? Sorry, bin in letzter Zeit etwas unterfordert. Hier im Dorf ist es so verdammt langweilig. Wäre cool, wenn endlich mal was passieren würde. Naja, was wäre, wenn es eine geheime Schattenwelt unter der Schule gäbe, in der es immer viel zu tun gibt? Na klar doch, Kleines. Da gibt es nur leider kein Gesetz gegen. Ist wohl eher was für die Schulleitung. Wenn du mir helfen willst, überzeug einfach jemanden, die Bank zu überfallen. Dann kann ich sie schnappen und alles ist gut. Gibt es hier überhaupt eine Bank? Oh, du hast recht. Okay, Planänderung. Finde jemanden, der eine Bank baut, damit sie dann jemand überfallen kann. Das Menschenkind verabschiedet sich und geht weiter. Es kommt an einer Pizzeria vorbei, vor dem ein rauchender Kater im lächerlichen Kostüm steht und ein Schild dreht. Icy's Pizza ist die leckerste Pizza für dich und mich. Kommt rum und gönnt euch. Ein leckeres Stück Pizza, das schmeckt so wunderlich. Hi, Pizza Pants. Ach hey, dich kenne ich doch. Endlich jemand, mit dem ich reden kann. Bevor ich noch vollkommen durchdrehe. Wie läuft es bei dir? Uff, kann ich nur sagen. Uff. Aber was anderes. Weißt du schon, wann Essie nach Hause kommt? Ich vermisse ihn echt. Aber sag ihm das bloß nicht. Ja, ich verstehe dich. Wär cool, mal wieder einfach abzuhängen wie früher. Rumzulaufen und Mädels abzuschleppen. Auch wenn das damals nie wirklich passiert ist. Aber einmal hat mir Anta direkt in die Augen gesehen, als sie mir die Strafzettel geschrieben hat. War der längste Kontakt mit dem Mädchen, den ich je hatte. Pachau! Du scheinst nicht so richtig glücklich in deinem Job zu sein. Job? Das ist kein Job. Das ist die Hölle. Ich habe praktisch keine Minuspause. Aber keine Sorge, kleiner Kumpel. Ich baue mir ein kleines Polster an, um aufs College zu gehen wie Essie.
dann werde ich Schauspieler und lasse die Fangirls herkommen. Wenn ich so lange noch lebe. Hier in der Pizzeria ist so ein komischer Kollege in Lila, der irgendwie immer Stress macht. Triss verabschiedet sich auch von diesem Monster und geht weiter. Er nimmt eine Abzweigung und sieht ein Schild, das auf das Krankenhaus zeigt. Hatte Chris' Klassenkameradin Noelle nicht gesagt, dass ihr Vater gerade dort lag? Chris beschließt spontan, das Gebäude zu betreten und fragt sich bis zum richtigen Zimmer durch. Bevor es einfach hineingeht, lauscht Chris an der Tür, ob der Moment passt. Dad, das kann ich doch nicht einfach sagen. Oh Gott, ich würde sterben. Ach, Noelle, Schätzchen. Als ich deine Mutter zum ersten Mal gesehen habe, bin ich direkt auf sie zu und habe gesagt, dass sie ein heißes Schnittchen ist. Echt? Yep, hat mich so hart geschlagen, dass ich ohnmächtig wurde. Das hilft nicht wirklich, Dad. Jedenfalls, wie ist denn Dragon Blazers 3? Bist du schon durch? Nee, ich bin noch im Eispalast. Ich hab irgendwie darauf gewartet, es mit dir zu beenden. Noelle, vielleicht solltest du lieber nicht darauf warten. Dad? Bring es doch einfach her. Hier ist es so verflucht langweilig. Ja, okay, du hast gewonnen. Nächstes Mal bringe ich es mit. Oh, ich sehe es. Wird schon spät. Ich muss wohl gehen. Hab noch Hausaufgaben. Ach, das Gruppenprojekt. Schon wieder der Vogeltyp? Nerdly? Er heißt Birdly. Und er ist echt nicht so schlimm, Dad. Ich mach den platt. Du darfst doch noch nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Na, dann bring ihn ans Fenster und ich werf was nach ihm. Klar. Bis dann, Dad. Mach's gut, Schatz. Huh? Oh, hi Chris. Hallo. Na dann, wir sehen uns. Ja, bis später. Brat mir einer eine Weihnachtsgans. Du hier, Chris? Ja, ich wollte sie besuchen. Ernsthaft? Hat deine Mutter dich gezwungen? Nein, ich bin selbst hergekommen. Echt? Du bist groß geworden. Ist nicht lange her, da warst du nur das gruselige Kind von nebenan. Und schon bist du das gruselige Kind direkt vor mir. Tja. Aber echt jetzt, du bist hier, um mich zu besuchen? Ja, Noelle hat erzählt, dass sie hier liegen. Das ist lieb, Chris. Deine Familie und meine, wir haben uns vielleicht ein bisschen auseinandergelebt. Aber wir sind und bleiben Freunde. Ich meine, Esco und ich waren College-Kumpels. Meinst du jetzt, wo Asriel dahin geht, werden immer noch diese verrückten Partys geschmissen? Ich, Ich ärgere dich nur. Dein Dad war auch nie ein Partytier. Ganz im Gegensatz zu deiner Mutter. Oh, Junge. Naja, danke für deinen Besuch, Chris. Tut gut, dass man sich um mich sorgt. Man sieht sich, okay? Ja, klar. Ich kann ja nochmal vorbeikommen. Sehr nett. Und pass ein bisschen auf Noelle auf, okay? Sie hat immer so viel Angst vor allem. Ich mach mir Sorgen um sie. Mach ich. Als Chris das Krankenzimmer verlässt, rempelt es beinahe gegen Noelle. Sie steht noch im Flur und erwartet die Menschen. Oh, Chris, da bist du ja. Ich wollte nur fragen, Susie, ja? Du warst heute Morgen einfach auf einmal mit ihr verschwunden und da habe ich mir Sorgen gemacht. Ach, uns ist nichts passiert. Ich habe mich schon oft gefragt, wieso sie so komisch drauf ist. Ich meine, sie redet ja nicht viel. Keiner weiß so wirklich, was mit ihr ist. Also, nachdem ich den Tag mit ihr verbracht habe, sie ist wirklich eine sehr nette Person, wenn man sie einmal geknackt hat. Eine nette Person? Wirklich? Also, wirklich, wirklich? Ja, ich sag's dir. Ich hab's gehofft, aber warte. Das ist kein Trick, oder? So wie damals mit dem Ketchupblut? Du meinst das wirklich absolut ernst? Natürlich. Ich meine es, wie ich es sage. Okay, das freut mich. Dann sollte ich vielleicht auch mal mit ihr sprechen. Aber falls ich sterbe, musst du die Beerdigung bezahlen. Klar, mach ich. Chris verlässt das Krankenhaus und folgt der Straße weiter. Es geht an einem Diner vorbei und erinnert sich. Chris und Asriel hatten früher oft heiße Schokolade dort getrunken. Heya! Das Kind erschreckt sich. Vor ihm steht ein grinsendes Skelett in blauer Kapuzenjacke. Na, sieh mal an, wer mir hier über den Weg läuft. Wie geht's, Kumpel? Oh, super. Schön, dich wiederzusehen. Finde ich auch. Besonders, wenn man bedenkt, dass wir uns noch nie begegnet sind. Ich bin Sans.
Sans, das freundliche Skelett aus der Nachbarschaft. Was geht so? Oh, das Übliche. Hey, nur falls du dich gefragt hast, der Laden hier hinter mir, das ist meiner. Ist leider gerade geschlossen, echt eine Schande. Ich wollte gerade Milch einkaufen gehen. Vielleicht muss ich mich mal beim Besitzer beschweren. Mein Bruder und ich, wir sind gerade erst hergezogen. Daher kenne ich noch niemanden so wirklich. Wen sollte ich denn mal am schnellsten kennenlernen? Vielleicht. Ich habe zumindest schon diese Lehrerin Elfis getroffen. Kam in meinen Laden rein mit Sonnenbrille und Trenchcoat und hat eine Kofferladung Fertignudeln gekauft. Dann hat sie sich verstohlen wieder rausgeschlichen. Wenn du Freunde suchst, ist meine Mutter bestimmt geeignet. Sie versteht sich eigentlich mit jedem. Deine Mutter, hä? Zu spät. Mit der habe ich mich schon gestern Nacht angefreundet. Er hat Schokolade in meinem Laden gekauft. Echt eine super liebe Frau. Sie sagte, sie muss sie wegsperren, damit du sie nicht einfach klaust. Tja. Hey, Kumpel, ich könnte morgen Hilfe in meinem Haus gebrauchen. Das ist direkt nebenan. Kannst du nicht verfehlen. Willst du vielleicht vorbeikommen und mir helfen? Ja klar. Kann ich machen. Puh, ganz schön vertrauensselig, was? Ich bin ein Fremder. Du solltest mir nicht so schnell vertrauen. Aber vielleicht spricht das auch einfach für mich. Wobei brauchst du mich denn morgen? Oh, ich selbst werde nicht anwesend sein. Das wäre irgendwie komisch. Ich möchte, dass du und mein kleiner Bruder euch kennenlernt. Er braucht Freunde. Und ich finde super, dass du das machst. Also dann, sehen uns, Kumpel. In Ordnung. Bis dann. Das Kind geht weiter. Als es an dem kleinen Haus vorbeigeht, in dem Sans und sein Bruder wohnt, glaubt Chris in der Ferne das Trauseln von Knochen zu hören. Chris wendet sich nach rechts und folgt dem Straßenverlauf. In einer Seitengasse hört es ein seltsames Geräusch und sieht sich die Sache näher an. Es findet seine Lehrerin Elfis auf dem Boden knien und Katzenfutter in einen Napf füllen. Miss Elfis? Oh, Chris! Chris, es geht dir gut! Gott sei Dank! Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Wo warst du? Hast du einfach geschwänzt? Nicht direkt. Naja, mach dir darüber keine Sorgen. Ich bin ein cooler Lehrer. Weißt du, Bro? Bei mir gibt's keinen Stress. Lass mich einfach wissen, wenn ich dir helfen kann. Danke. Was tun Sie hier? Ich fütter nur die Katze. Ist eine lange Geschichte. Und wozu die ganzen Blumen überall? Oh, die sind von deinem Dad. Er fragt ständig nach dir und gibt mir dann einen neuen Strauß. Er ist wie ein Superheld, weißt du? Groß und stark und er könnte mir in den Hintern treten, wenn er wollte. Ich frag mich, ob ihm die Comichefte gefallen, die ich ihm geliehen habe. Mhm. Oh, wegen der Kreide. Ach, das ist doch nicht schlimm. Im Gegenteil. Ich sollte dich belohnen. So viel Arbeit, wie das war. Ich könnte dir zum Beispiel meine Staffelbox von den Symptoms leihen. Das ist eine tolle Serie über... Nein, danke, Miss Elfis. Oh, du willst sie wohl nicht sehen. Das ist auch okay. Ja, aber die Milch und die Katze? Oh ja, die ist für Miu Miu. Ich wusste gar nicht, dass sie eine Katze haben. Wie sieht sie denn aus? Das weiß ich auch nicht. Ich habe sie nie gesehen, aber ich stelle hier immer Milch hin und am nächsten Tag ist sie verschwunden. Also hoffe ich einfach darauf, dass hier eine Katze wohnt. Meine Katze. Ach so. Ja, dann lassen Sie sich gar nicht weiter stören. Bis morgen in der Schule, Chris. Es ist inzwischen beinahe ganz dunkel geworden. Doch bevor Chris nach Hause geht, möchte es an dem letzten Geschäft einen Besuch abstatten. Dum-di-dum, dum-di-dum, ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Oh, ist da jemand? Kleinen Moment, ich bin gleich fertig mit dem Blumen. So, howdy, wie kann ich... Hi, Dad. Chris, du kommst mich besuchen. Oh, verzeih mir, ich weiß ja, dass du Umarmungen nicht so magst. Naja, was verschafft mir die Freude? Komm doch her und mach es dir hier drin gemütlich. Ja, Dad, ich war gerade in der Nähe und dachte, ich schau mal nach dir.
Oh, das ist aber lieb von dir. Wie geht es deiner Mom? Ihr geht es gut. Schön. Sag mal, Chris, ich habe überlegt, dass wir, wenn Asriel heimkommt, alle zusammen ins Diner gehen könnten. Genau wie damals. Natürlich auf meine Rechnung. Klingt das nicht lecker? Oh, also von mir aus gerne. Prima. Könntest du deine Mutter fragen, ob sie auch einverstanden ist? Mach ich, Dad. Oh, und bevor du gehst, ich habe hier noch etwas für deine Mutter. Asgore verschwindet für einen kurzen Moment im Hinterzimmer des Ladens und kommt bald mit einem großen Bouquet von goldenen Blumen heraus. Hier, könntest du ihr das mitbringen? Aber pst, kein Wort darüber, von wem du das hast, ja? Kein Wort. Danke, Chris. Also, habt noch einen tollen Abend. Mach's gut. Chris winkt Asgore zum Abschied und macht sich endlich auf den Weg nach Hause. Es geht die Straße entlang und steht bald an der Türschwelle. Ah, da bist du ja. Willkommen zu Hause, Schatz. Hattest du heute Spaß mit deiner Freundin? Ja, es war ein Abenteuer. Ich habe gerade einen Kuchen gebacken. Wenn du bald ins Bett gehst, ist er morgen früh bestimmt abgekühlt. Dann bringe ich dir ein Stück. Aber nicht wieder naschen, ja? Ja, ist gut. Ich hab dir was mitgebracht. Oh, Chris. Blumen? Für deine Mutter? Wie süß. Sie sind von ihm, nicht wahr? Naja, ich werde schon einen Platz für sie finden. Ihr Blick schweift für einen kurzen Moment auf die Mülltonne. Du bist wirklich groß geworden, Chris. Bald gehst du auch schon zur Uni. Hey, weißt du noch, als du klein warst? Du warst so wütend, weil du keine Hörner bekommen hast wie dein Bruder. Wir mussten dir ein extra Stirnband mit kleinen, roten Hörnchen kaufen. Und du hast es wochenlang getragen. Was wohl damit passiert ist? Ich glaube, ich habe es verloren. Oh, naja, das macht doch nichts. Aber jetzt Abmarsch mit dir ins Bettchen. Es ist schon dunkel. Morgen ist auch noch ein Tag. Ja, Mom. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Schatz. Ich hab dich lieb. Chris geht auf sein Zimmer. Es zieht sich um und legt sich ins Bett. Die viele Anstrengung hat es müde gemacht und so fällt es bald in einen traumlosen Schlaf. Ja, und das ist auch schon das vorläufige Ende dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich sie irgendwann weitererzählen werde. Denn letztlich ist es doch so wie mit dem echten Leben. Dinge passieren, Dinge enden. Doch es geht weiter. Für Chris bricht morgen ein neuer Tag an. Und vielleicht, nur vielleicht, hören wir uns eines Tages hier wieder. Doch bis dahin, macht es gut. There's a light inside your soul that's still shining in the cold with the truth. The promise in our hearts. Don't forget, I'm with you in the dark. Chris regt sich. Der Mensch erhebt sich kalt aus dem Bett und stolpert auf die Füße. Ein Schritt, dann der nächste. Seine Knöchel knacken. Seine Muskeln erinnern sich an eine Stärke, die das Kind nie wirklich hatte. Mit einer einzigen, kräftigen Bewegung fasst sich das Kind in die Brust und reißt sich sein nutzloses, pochendes Herz heraus. Das ist achtlos in den Käfig in der Zimmerecke wirft. Eine eiskalte Strömung fließt durch seinen Körper. Ich fühle mich befreit. Mit dämonischen Grinsen ziehe ich mein Messer hervor. Das ist erst der Anfang.